Horst, jetzt ist es da wichtig. Da ist ein gewisser Herr Kaufmann ist online. Also das ist ein Posting. Und jetzt ziehe ich die online. Schau her. Den Kaffee. Jawohl. Siehst du jetzt selber? Ich höre mich selber und sehe mich selber. Jawohl. Und 8 Leute haben wir schon da. Wahnsinn. Sehr gut. Ja, Luki, gibt es jetzt bei dir schon irgendwelche offiziellen Termine? Hast du jetzt die Politik angehört in den letzten Stunden und Tagen? Ja, also bei uns schaut's, ist momentan, sind viele Veranstaltungen bis Ende August jetzt schon angesagt. Also, ja, und bei der Salzkammer gut getroffen, die haben gesagt, sie entscheiden bis Mitte Mai. Wann war Dann, die Trophäe? Die ist im September, oder? na, die Wahl, die ist schon am 18. Juli. Okay, ja. Ist ja zeitnah, ne? Ja. Und ja, die wollen unbedingt was machen, wollen unbedingt irgendwas, ich schätze, es wird sicher nicht so ein Rennen sein, wie wir es kennen, aber vielleicht halt einfach ein bisschen was anderes, dass man trotzdem Radl fahren können, aber ja, Ja. keine Ahnung, wie sich das entwickelt. So, jetzt vielleicht einmal, wir haben 26 Leute auf Facebook Live schon mit dabei. Wir haben ja noch ein paar Minuten bis 19:30 Uhr, also für die, die da sind, herzlich willkommen. Der Luki und ich, wir werden am Punkt 19:30 Uhr fangen wir an, oder? Ja, genau, Genau. sicher. Und bis dahin gibt es noch ein bisschen einen Smalltalk. Wenn es Fragen gibt, ihr könnt jederzeit unten da kommentieren. Beim Live-Video, dann können wir später dann direkt drauf eingehen. Und ja, bevor wir dann losstarten, machen wir ohnehin noch, sagen wir kurz auf, was heute am Plan steht, damit jeder dann Bescheid weiß. Jetzt haben wir 19:25 Uhr, das heißt 5 Minuten sind wir Zeit. Perfekt, ja. Ja, ist momentan alles ein wenig ungewiss, wann's weitergeht. Ich war angemeldet für einen Ötztaler Radmarathon. Das ist mehr oder weniger das größte Rennradl-Rennen, kann man sagen, so in Österreich, was gibt jetzt, was für ein Amateurbereich ist. Da hätte ich heuer einen Startplatz gehabt, den haben sie abgesagt. Heute habe ich die Info gekriegt, dass die Hero World Series, wo drei Rennen gewesen waren, eins in Dubai, wo ich ja schon war, Anfang Februar, Gott sei Dank. Das hat noch stattgefunden, dann Mitte Juni war was gewesen in Südtirol, in die Dolomiten. Und das ist jetzt abgesagt. Im Oktober war was gewesen in Thailand. An dem halten sie momentan noch fest. Nur, ja, ich weiß, wann sich die Situation so weiterentwickelt wie die dann glaube ich nicht, dass ich im Oktober noch nach Thailand fliegen kann. Ja, bei mir ist es genauso. Ich hätte im November, nein, im Oktober Staatsmeisterschaft Powerlifting. Im November ist die Mühlviertler Kreishebelmeisterschaft. Das ist im Prinzip das Powerlifting-Event, das ja, eigentlich ganz deutschsprachigen oder europäischen Bereich gibt. Da haben wir letztes Jahr, da war ich ein bisschen in der Organisation mit dabei. Ich habe 500 Besucher gehabt. Das ist für Powerlifting-Event, für Randsportart war das richtig, richtig cool. Und das hängt halt alles jetzt auch ein bisschen an der Kippe. Da schauen wir mal, was passiert. Ja, schade, aber ich hoffe, dass das funktioniert. So, schauen wir mal. Das sind schon die ersten Kommentare da. Der Christoph ist mit dabei, freut mich. Herzlich willkommen. Der Manuel ist da. Der Thomas ist da. Servus. Der Roland ist auch mit dabei. Christian Anna ist mit dabei. Sehr, sehr cool. Der ist grüß euch, schreibt der Manuel. Sehr cool. Ja, der Raum füllt sich. Da haben wir auch schon ein paar Leute da, gell? Sehr gut. Lukas, wir haben eh alles konfiguriert, oder? Host und Co. Das heißt, das müsste alles passen, oder? Ja, genau. Ich starte jetzt einmal diese Aufzeichnung. Und dann sind wir für nachher gleich fix und fertig bereit. Warte Gerald, mal. was ist los? Chris, ich glaube, du hast jetzt so eine Frage gekriegt wegen einem Aufzeichnen, oder? Gibt es das? Nein, habe ich noch nicht.
Also, wenn du jetzt die Facebook-Kommentare meinst, dann nicht. Nein, Mann, ja, das. Lieber Gerald, sei so nett und deaktiviere bitte dein Mikrofon, sonst haben wir nachher dann beim Vortrag dann ein kleines Problem. Bitte, danke. Aber ich hab die jetzt schon auf. Dankeschön. Chris, ich hab die jetzt auf Host da und ich glaube, du müsstest das irgendwie mit aufzeichnen da. Kannst du vielleicht deinen Host nochmal Wecker geben? Das kann ich gar nicht machen. Ich kann nur Livestream anhalten, der Rest liegt in deinen Händen. Aber ich kann auf Aufzeichnen gehen, wenn du willst. Jetzt höre ich dich nicht. Jetzt ist der Ton weg, Lucke. Aber jetzt hörst du mich. Jetzt höre ich dich wieder. Okay. Und du bist auf Aufzeichnen gegangen? Na, aber kann ich gern machen. Ja, bitte. Passt. Auf diesen Computer aufzeichnen. Zack. Perfekt. Aufzeichnen läuft. Sehr gut. Wir haben jetzt auf Facebook, sagen wir, 27 Likes. Coole Sache. Wir sind, oder da sind wir, glaube ich, auch schon, wie viel haben wir da? Sind wir auch schon zu 10. 8 plus 2 sind 10. Sehr gut. Dann sind wir schon auf 30 Likes. 40 Likes. Coole Sache. Und das Zeitreisen sagt 19:30 Uhr. Das heißt, Lucky, dann starten wir los, oder? Jawohl, starten wir. Ich sage mal herzlich willkommen an alle. Wir haben ja da jetzt zwei Parteien, einerseits auf Zoom, andererseits auf Facebook Live. Ich würde mal alle, die auf Zoom sind, bitten, das Mikrofon zu deaktivieren, weil jedes Mal, wenn dann ein Geräusch kommt, schaltet es quasi um und dann sehen die anderen das nicht. Das können wir nachher dann wieder aktivieren, sobald die Frage-Antwort-Runde kommt. Ja, wir haben jetzt einmal so vorgesehen. 1, 2, 3 Minuten kurz, wie ist das zustande gekommen? Wer sind die zwei Kollegen, die da reden? Und was euch heute erwartet? Und ihr könnt es jederzeit, es läuft auf Facebook bei mir da der Livestream mit, da könnt ihr jederzeit Fragen stellen und auch zum Schluss. Das heißt, die Vorgehensweise wird die sein. Der Luki wird jetzt einmal anfangen, wird von seinen feinsten Rennen erzählen und seine ganzen Learnings, was betreffend Ernährung etc. betrifft, mit uns teilen. Und direkt dann im Anschluss werde ich anschließen. Mein Name ist Christian Rohrer, ich bin Gründer und Inhaber von Rocksports Biosportnahrung. Und ich werde euch dann erzählen, wie ich ernährungstechnisch bzw. auf welche vier Säulen ein leistungsfähiger Körper basiert, beziehungsweise auf was man achten muss, das Ganze wissenschaftlich fundiert, mit ein paar Zahlenwerte. Ich bin selber ein Wettkampfsportler und von daher ist es ganz spannend, wenn man, danke, also da nochmal, Luki, dass du da auf mich zugekommen bist. Der Vorschlag, die Idee ist bei dir geboren sozusagen. Und ja, also das erwartet euch heute. Vortrag von Luki, kleiner Input von mir und zum Schluss gibt es eine Frage-Antwort-Runde, wo ihr eigene Fragen direkt dann an den Luki oder an mich richten könnt. Ja, so viel dazu. Luki, du stehst schon auf. Jawohl, dann legen wir los. Grüß euch auch von Sehr mir. gut. Der Bruno Pantalone ist da. I don't understand your language, but I'm glad to see. This is good. Welcome. You're welcome. Perfekt, ihr müsst jetzt meinen Bildschirm sehen, oder? Perfekt, ja. Jawohl, dann starten wir mit dem Vortrag. Ich freue mich. Ja, grüß euch auch von meiner Seite. Freut mich vorher, dass so viele dabei sind über Zoom oder über Facebook Live. Und ich darf euch jetzt einfach die besten Bilder von meiner ersten Saisonhälfte 2019 präsentieren. Das ist mein eiche Dress. Die habe ich leider noch nicht so oft heuer ausfahren dürfen wegen der Corona-Krise. Aber ich möchte mich auf jeden Fall trotzdem bei allen Sponsoren, die was da ersichtlich sind, bedanken, weil ohne denen können die das alles, was ich mache, nicht machen. Ganz am Anfang zeige ich ja immer gerne ein paar Bilder her, wie war vor 15 Jahren, weil ich immer wieder her, ne, du hast so ein Talent, du hast so eine große Begabung für lange Rennen fahren und so. Und das ist einfach nicht der Fall. Also, das sind Bilder, wie am Anfang von meiner
Radlkarriere war und da bin ich meistens bei den Rennen letzter geworden. Also es war nicht so, dass ich immer ganz so schnell war. Aber jetzt starten wir gleich mit den Bildern, das was ihr sehen wollt. Den ersten Bewerb, was ich 2019 gemacht habe, war der Steirerlauf und das werden sich ein paar da denken, okay, der ist ein Radlfahrer, warum macht er einen Steirerlauf? Das mache ich einfach ganz einfach aus dem Grund, weil ich sage, ich bin einfach drauf gekommen, dass ich, wenn ich voll lang Radl fahren tue, 24 Stunden irgendwo oder 15 Stunden, ein bisschen weniger oder so, meine Füße, die sind eigentlich nie das Problem. Die trainiere ich tagtäglich fast. Aber bei einem 24-Stunden-Rennen kriegst du Knackprobleme, der Rücken tut dir weh oder so, also lauter andere Schwachstellen, an die was du vielleicht nicht so denkst. Und deswegen mache ich ja immer wieder gern andere Sportarten. Ihr werdet nachher dann auch gleich noch andere sehen: Skitourenrennen, Laufrennen, damit ich einfach auf Schwachstellen, auf andere Schwachstellen von meinem Körper draufkomme, weil ich einfach der Meinung bin, es gehört immer alles, das Gesamte zusammen, nicht nur ein einzelner Baustein. Der nächste Wettkampf, was ich gemacht habe, war dann so ein 12-Stunden-Skitourenrennen. Das hat sich auch kurzfristig ergeben, weil da war ich eigentlich ein 24-Stunden-Rennen vom Freistock gefahren, was ich 2018 gewonnen hätte. Da wollte ich nochmal versuchen, das zu gewinnen. Das ist dann abgesagt worden und da bin ich 19 Mal Skipisten mit 510 Höhenmeter aufgegangen und habe fast 10.000 Höhenmeter damit gemacht. Also das war schon eine ganz, ganz schön zache Sache. Aber mir macht Skifahren einfach voll viel Spaß. Bin früher viel Skifahren gewesen. Jetzt mit dem Training geht sich das nicht mehr ganz so aus. Und beim Skitouren gehen kann ich Training mit meinem Spaß, mit meiner Leidenschaft, dem Skifahren voll gut verbinden. Das nächste Rennen, was ich da gefahren bin, war das Cami de Cavalls von Menorca. Menorca ist die Nachbarinsel von Mallorca. Und das müsst ihr euch vorstellen, rund um die ganze Insel, die hat einen Umfang von ca. 180 Kilometer, gibt es einen Wanderweg, der heißt Cami de Cavalls, der Pfad der Pferde. Und das Spezielle an dem Wanderweg ist, von den 180 Kilometer gehen 170 Kilometer immer entlang vom Meer. Also man hat da immer traumhaften Ausblick auf verschiedenste Küsten. Da den Holzpfosten, was man da in der Mitte sieht, also alle 60 Meter ist so ein Markierungspfosten, also das kann jeder finden, also das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, der was einmal vielleicht auch einen Urlaub mit der Freundin oder mit Freunden machen will, dort zum Wandern oder halt mit dem Radl fahren. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, mit einem Hardtail macht das Ganze sicher nicht so viel Spaß, also ich würde euch empfehlen, wenn ihr dort mit dem Radl hinfahrt, nehmt so Pulli und es ist sicher auch technisch ziemlich anspruchsvoll. Also Beginner würde ich es nicht empfehlen, dass dort mit Radl hinfahren, aber Leute, die was gern Radl fahren dann und so und eine gute Technik haben und im Idealfall auch noch eine Fully haben, denen würde ich das voll empfehlen. Wir haben da letztes Jahr war circa zu der Zeit Mitte März und Mitte März, Anfang April oder so ist das immer, haben wir ein traumhaftes Wetter gehabt. Das ist ein Team-Etappenrennen, also man kann das nur zu zweit fahren. Entweder zwei Männer, zwei Frauen oder ein Mann und eine Frau. Und einfach auch wegen aus Sicherheitsgründen, weil man teilweise ganz schön knapp zu irgendwelche Klippen hinkommt, wo es dann 15, 20 Meter bergab geht zum Meer. Der Monte Toro, der höchste Berg der Insel, hat 357 Meter. Also das ist, man macht dann nicht so viel Höhenmeter, aber dafür geht es die ganze Zeit auf, an. Und das war da auf jeden Fall auch eine coole Sache für einen Saisonstart. Ich habe immer, früher bin ich gerne auf Trainingslager oder so geflogen und die letzten Jahre habe ich immer gesagt, ich mache kein Trainingslager mehr, ich suche mir irgendein cooles Rennen im Süden und fahre dort ein Rennen. Luki, eine Zwischenfrage. Ja? Was ist da für dich die Herausforderung? Du hast vorhin gesagt, die Beine, die Muskulatur ist es nicht. Was ist bei so einem Rennen? Ist es dann vermutlich die Konzentration, oder wenn du bei jedem halben Meter schauen musst, wo du genau hinfährst, ist dann das, was du die Substanz kostet, oder wo ist bei so einem Rennen bei dir der Engpass? Also ja, wie man da sieht, also ich bin der Typ vorne am Bild, hinten ein Freund von mir aus Deutschland, der Sönke, mit dem bin ich gemeinsam gefahren, der hat ein Fully gehabt, ich habe ein Hardtail gehabt, das heißt die große Herausforderung dort für mich war, dass mich richtig hervibriert hat, das heißt mein Radl hat einfach die ganzen Unebenheiten nicht so gut
Mecker kaschiert wie ein Fully. Das war eine große Herausforderung. Und dann die nächste große Herausforderung ist, auch wenn dort die Etappen sind, mal zu 60 Kilometer und vielleicht sagen wir 1500 Höhenmeter, das horcht sich jetzt von den Daten und Fakten überhaupt nicht wieder. Aber durch das, dass immer leicht auf, leicht runter, diese ständige Wechselei ist einfach komplett was Untypisches. Also, wenn du dann sagst, der soll 1000 Höhenmeter bergauf fahren, dann ist das eigentlich für die meisten Leute, die was ein wenig trainiert sind, gar nicht so das Problem. Aber wenn du 1000 Höhenmeter auf 50 verschiedene Anstiege machst, dann ist das einfach für den Körper voll anspruchsvoll. Und das Nächste, was dort da sicher noch dazu kommt, ist, dass ich stehe dort am Start und kenne keinen einzigen Meter. Also es ist eine komplette Unwissenheit und du kommst dann halt oft im Rennen hin und dann musst du entscheiden, okay, fahre ich oder fahre ich nicht. Und du hast halt da nicht lange Zeit zum Entscheiden. Das ist wahrscheinlich auch die nächste größere Herausforderung. Und dass man sich ernährungstechnisch auch was vorstellen kann, gibt es da Labestationen oder nimmst du da immer was mit? Wie schaut da die Organisation aus? Dort hat es Labestationen gegeben, sagen wir so, wahrscheinlich so alle 15, 20 Kilometer hat es dort eine Labestation gegeben. Also ein durchschnittliches Rennen eben war 60 Kilometer lang dort und ich sage einmal, noch 20 Kilometer hat es eine Labe gegeben, noch 40 und dann im Ziel wieder. Okay. Das heißt, du hast jetzt kein Proviant oder was mitgehabt, sondern das ist sicher ausgegangen. Genau, das habe ich dann immer dort genommen. Wobei das halt, so wie ich gesagt habe, die Strecken dort ist ziemlich anspruchsvoll und mit einem Hartel oder auch mit einem Fully Pedals, die dort voll her. Und da musst du wirklich, die musst du eigentlich ein wenig zwingen dazu, bei gewissen Stellen, dass du was trinkst, weil es halt teilweise gar nicht so einfach ist, dass du da jetzt was trinkst oder so, weil's dich so konzentrieren musst, dass du am Trail bleibst. Okay, danke. Den nächsten Bewerb, was ich gemacht habe, war der Frühlingslauf in St. Florian. Bin ich 10 Kilometer gerannt, in ein bisschen über 36 Minuten. Den habe ich eigentlich nur deswegen gemacht, weil ich 2017 habe ich einen Ironman gemacht und ich mir gedacht, okay, Radl fahren kann ich, Schwimmen sollte ich ein wenig lernen. Da bin ich zu einem Schwimmtrainer gegangen und habe einen Kurs genommen. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte da mal einen Marathon rennen, damit ich weiß, was mich bei einem Ironman am Schluss erwartet. Und bin dann 2017 in Linz Marathon gerannt, bin ich gerannt in 3 Stunden, 3 Minuten. Das hat mich ziemlich angefeuert. Ein Jahr später, 2018, habe ich gebraucht 3 Stunden, 1 Minuten. Da war ich noch mehr angefressen. Und 2019, letztes Jahr, habe ich dann in Wien Marathon laufen dürfen. Und da bin ich vom GZ Pilz im Berg eingeladen worden. Und dort habe ich es dann Gott sei Dank endlich geschafft. Was mir voll geholfen hat beim Wien Marathon ist, also beim Radlfahren kann ich mir unglaublich gut meine Kraft einteilen. Aber beim Laufen, durch das, dass ich das wahrscheinlich nicht ganz so viel mache wie das Radfahren, tue ich mir da ein bisschen schwierig mit der Geschwindigkeit und so. Und da habe ich Gott sei Dank der Typ da rechts vor mir, das war der David, ein Zahnarzt aus Wien, den habe ich kurz vorher kennengelernt, der ist seinen 39. Marathon gerannt und ist eine perfekte Zeit für mich vorgerannt. Und wir sind eigentlich bis Kilometer 37, bin ich nur hinten nachgerannt. Und ja, im Ziel war ich dann überglücklich, dass ich nach 2 Stunden und 54 Minuten endlich den Marathon unter 3 Stunden geschafft habe. Das nächste Rennen, was auch richtig cool ist, was ich jedem empfehlen kann, wo man nicht hinfliegen muss, wie nach Menorca, ist das Four Islands in Kroatien. Das Spezielle an den Four Islands ist, man ist jeden Tag auf einer anderen Insel, wie es der Name schon sagt, einmal auf der Insel Krk, einmal auf der Insel Raab, einmal auf der Insel Zres und einmal auf der Insel Malelušín. Und das ist immer zur jetzigen Zeit, also wenn Coronavirus nicht war, dann war er die heute in Krk ein Rennen gefahren. Aber so bin ich da und darf euch auch ein paar Bilder davon zeigen. Und das ist einfach, ich fahre das voll gern, weil es eben zur jetzigen Zeit ist und daheim ist da manchmal noch nicht so schön. Heuer ist sehr Wahnsinn mit dem Wetter und da unten kannst dann schon mit kurzen Hosen, kurzen Leiberl fahren, am Abend eine Pizza und Nudeln essen und einfach das ganze Flair mit dem Meer und so ist ein Wahnsinn. Die Regeneration bei so einem Etappenrennen ist natürlich auch enorm wichtig. Wenn du da mehrere Tage hintereinander rennen fährst, dann musst du einfach schauen, dass du nachher das Radl schnell servicierst und dann möglichst bald irgendwo ins Bett kommst, dass du erholst. Das ist bei so einem Rennen enorm wichtig. Und Technisch ist das Frage, Rennen Luki, auch eine Frage anspruchsvoll. noch. Ja. Wenn du sagst, Regeneration, Schlaf ist klar, was machst du mit der Ernährung?
Hast du irgendwie Standardmahlzeiten, die du machst, oder schaust du, was du dann vor Ort kriegst, damit du Eiweiß und Co. Kohlenhydratspeicher auffüllst? Ja, also ich schaue, dass ich, sobald ich richte mir da eigentlich immer, wir richten sie da so Shakes her mit einem Pulver und dann halt Wasserflaschen kaufen wir irgendwo im Supermarkt und sobald wir im Ziel kommen, sobald wir im Ziel sind, nehmen wir einen Eiweißshake und bei den meisten Rennen ist Gott sei Dank auch so, bei den Kreisern, dass es da im Ziel Verpflegung gibt für die Teilnehmer. Also zum Beispiel beim Four Islands ist das so, da kommst du ins Ziel. Und es ist im Idealfall schon ein Buffet mit Nudeln und alles Möglichen da. Und da schaue ich dann immer, dass ich gleich mal wieder richtig zuschlage. Und meistens hast du auch einen großen Hunger. Okay, alles klar, danke. Und was ich halt auch ein bisschen mache, ist, ich nehme mir dann bei so Etappenrennen, habe ich Kompressionzocken mit, beziehungsweise nehme ich mir selber so ein bisschen so ein Massageöl mit. Und tue mir dann einfach, sobald ich wieder in der Unterkunft bin, einfach die Füße ein wenig massieren und solche Sachen. Also einfach schauen, dass es dem Körper gut geht. Dann bin ich in Zürich Marathon gerannt. In Zürich Marathon bin ich eigentlich nur gerannt, weil ein Sponsor von mir, da, der was rechts neben mir ist, da im Bild, der Kreisel Walter, der hat gesagt, der hat mit seiner Familie und mit seiner Freundin der Firma wettgemacht, dass er vor dem 40. Geburtstag noch einen Marathon rennen muss. Oder ein Marathon rennt und dann haben wir sie über den Winter gemeinsam vorbereitet, haben auch die Ernährung und sowas, so wie der Christian es gesagt hat, weil meiner Meinung nach ist speziell bei Radlrennen, die was, sag ich jetzt einmal, über 4, 5 Stunden dauern, ist die Ernährung einfach wichtiger als das Training und alles andere. Also speziell die Ernährung während dem Wettkampf. Und da haben wir auch beim Walter was gefunden, was er geschmeckt hat, was er vertragen hat, das habe ich da in meinem Rucksack mitgehabt. Und das Foto habe ich eine da, damit man sieht, wie viel Spaß das wir gemeinsam gehabt haben. Und er hat es dann auch wirklich geschafft. Also er ist sein Marathon gelaufen in 4 Stunden und ein paar Sekunden. Also es war nicht so schlecht. Das nächste Rennen, was ich dann gemacht habe, war das Trans-Costa Rica-Etappenrennen. Das war ein richtiges Highlight für mich, weil es das erste Rennen war, was richtig weit weg war. Davor bin ich schon coole Rennen gefahren in die Pyrenäen, an der Côte d'Azur. In der Schweiz, in Italien, in die Dolomiten, in Spanien. Richtig coole Rennen, aber ich bin nach Costa Rica, bin ich halt, keine Ahnung, über 20 Stunden im Flieger gesessen. Also von dem her war das ganz was Spezielles. Und was mir dort da das erste Mal in meinem Leben bewusst worden ist, dort war die Luft, also die waren dort gerade Regenzeit gehabt. Und dort haben wir einen Tag 42 Grad am Start gehabt. Also ich bin dort angerunnen am Start beim Nix, da mehr als wieder heim, wenn es warm ist. Und wir sind da auf Vulkane aufgefahren mit über 2700 Meter und da oben hat es 25 Grad gehabt. Irgendwann im Mai war das letztes Jahr. Und was auch voll interessant war, ist, ich habe dort, mein Puls war dort um 10 Schläge höher, mindestens um 10 Schläge höher, also im Wettkampf so zwischen 10 und 15 Schläge beim Trainieren und im Wettkampf, als wieder heim. Und da kann ich jedem nur empfehlen, der was halt Mineral viel unternimmt, legt sich eine Wattmessung zu. Ich fahre da auch Stages, das ist ganz einfach, da wechselt man einfach eine Kurbel aus, einen Kurbelarm, den linken und dann hat man eine Wattmessung. Und das war halt für mich dort voll interessant, weil der Puls hat gesagt, okay, boah, du bist jetzt schon an der Grenze, aber die Watt haben einfach nicht zusammenpasst, weil einfach der Puls höher war als wieder heim von die, aufgrund von diesen Umweltumständen mehr oder weniger. Und das war halt, ja, ich habe zuerst, wie man es gesehen hat, da bin ich mit Markus Kaufmann, ein deutscher Rennradl, Mountainbike-Profi, einer der besten der Welt, der war auch dort unten bei den Rennen, da sind wir gemeinsam, haben wir so eine Ausfahrt gemacht und haben die Mangos direkt vom Strauch habe ich gegessen. Also es war einfach eine Wahnsinnserfahrung, in so einem Land weit weg mit dem Radl zu fahren dürfen. Das nächste Rennen, was ich dann gefahren bin, vorher immer, ist das City-Kriterium in Steyr, in der Heimat mehr oder weniger vom Rocksport, vom Chris. Und da fahre ich einfach immer, weil es einfach in der Nähe ist. Eigentlich taugt mir das nicht, weil es im Großen und Ganzen nicht recht viel mit Mountainbike zu tun hat. Aber ja, die letzten Jahre ist mir das auch immer besser gelegen, dass ich da einfach ein paar Minuten richtig Gas gebe. Und deswegen bin ich da auch immer wieder gern mit dabei. Dann gibt es auch immer wieder eine Salzkammergut-Trophy-Streckenbesichtigung und da ich halt von der Trophy ein Botschafter sein darf, bin ich da natürlich auch immer mit dabei und ich kann das auch jedem nur empfehlen, so ein wenig als Tipp,
Wenn man irgendeine so A-Strecken zum Beispiel vor dem Bad Holzamm mit 210 Kilometer über 7000 Höhenmeter, dann hat mir das mental enorm viel geholfen, dass ich mir diese Strecken immer wieder anschaue. Also ich bin da letztes Jahr zum fünften Mal mitgefahren und ich bin diese ganze Strecken in Summe sicher schon 15 Mal angefahren. Und es gibt dann immer wieder Leute, die sagen, ah, warum fährst du schon wieder an, kennst das eh? Und das Ding ist aber so, dass ich, es müsst ihr euch vorstellen, wenn du mir irgendein Büdel zeigst von der Salzkammergut-Trophy-Strecken, dann kann ich da genau sagen, wo das ist, bei was für ein Kilometer und ob ich die nächste Kurve zum Beispiel mit Vollgas fahren kann oder ob ich da auf irgendwas aufpassen muss. Und das hilft mir im Kopf enorm, dass ich im Rennen nicht mehr nachdenken muss. Also ich habe im Kopf das ganz genau programmiert, wo fahre ich wo fahre ich, falls dort wer fährt, wo ich fahren will. Und ich habe nichts mehr zum Überlegen. Und meistens ist es das so, dass man halt im Rennen nicht mehr der großartige Überlegungskönig ist, sage ich mal. Also das ist eh voll anstrengend und deswegen schaue ich mir solche Strecken im Idealfall davor immer an und es hilft mir enorm im mentalen Bereich. Dann habe ich letztes Jahr, weil letztes Jahr mein erstes Jahr mehr oder weniger als Profi war, auch noch eine Ausbildung gemacht auf der Vitalakademie zum diplomierten Fitness- und Gesundheitstrainer und eine Ausbildung zum Mountainbike-Guide in Leogang, damit ich einfach im Idealfall irgendwann einmal, wenn ich vielleicht nicht mehr so viel Rennen fahre und so meine Leidenschaft noch immer wieder an andere Leute weitergeben kann. Und speziell die Mountainbike-Guide-Ausbildung war für mich, obwohl ich halbwegs gut Radl fahren kann, habe ich neue Sachen gelernt und vor allem habe ich auch gelernt, wie ich die Sachen, die was ich kann, an andere weitergeben darf. Das nächste Rennen, was ich gefahren bin, war der Granitmarathon in Glatzel. Das da in Oberösterreich rum war heuer die Staatsmeisterschaft gewesen. Ist auch ein tolles Rennen, super organisiert. Die machen das medial auch super. Da gibt es vier verschiedene Strecken. Also jeder von euch, der was einmal sagt, er möchte ja da einen Mountainbike-Marathon ausprobieren, kann ja einen Granitmarathon empfehlen. Da ist für ganz kurze Strecken oder ich bin die Extremstrecken gefahren mit 90 Kilometer, 3000 Höhenmeter. Die ist dort ziemlich anspruchsvoll, weil es auch im Verhältnis zu anderen Strecken viel bergauf und bergab geht. Ja, ist einfach eine tolle Veranstaltung im Mühlviertel. Dann bin ich in Windhoek die Cross-Country-Staatsmeisterschaft gefahren. Was ist Cross-Country? Normalerweise fahre ich Marathons. Das heißt, der Start ist irgendwo, zum Beispiel in Bad Galsam, dann fahren wir eine große Runde. Ich fahre 200 Kilometer und dann kommst du wieder zurück. Ein Cross-Country bedeutet, du fährst einen Rundkurs irgendwo im Wald oder in einem steinigen Gelände mit circa 3 bis 4 Kilometer im Normalfall und fährst einfach 1,5 Stunden so oft wie möglich da voll am Limit im Gras. Und das wäre eine komplett andere Belastung als wie ein Marathon, weil bei einem Marathon muss der Kraft einteilen und so und dort durch das, dass das so kurz ist, mittlerweile fahren die Rennen, sind die Rennen eher kürzer als mit 1,5 Stunden, musst du halt Vollgas geben und ich fahre das trotzdem immer wieder gerne. Dann bin ich das Kitzalpbike in Tirol gefahren. Das ist auch ein toller Marathon, gehört, kannst du sagen. Ich sage immer, das Salzkammergut-Trophy, das ist die Champions League, das höchste, was es gibt. Und dann gibt es so vier, fünf Marathons drunter in Österreich, das Kitzalpbike, der Granitmarathon in Glatzel. Dann gibt es noch in M3, in Montafon. Das sind auch richtig tolle Veranstaltungen, die was super organisiert sind. Und das Kitzalpbike fahre ich auch jedes Jahr immer wieder gern. Bin letztes Jahr da die 96 Kilometer Strecken gefahren mit über 4000 Höhenmeter. Das war richtig zart, weil es richtig heiß war. Aber da ist auch die Stimmung, wie man da sieht, immer wieder super. Und ja, das ist am ersten Berg. Und bei den Rennen habe ich halt viel gelernt, weil zu dem Zeitpunkt ist meine Form letztes Jahr richtig gut gekommen. Also ich bin dort immer besser geworden und bin am ersten Berg schnell aufgefahren und habe dann einfach danach ein bisschen gelitten. Und das ist halt speziell bei so langen Rennen ist voll wichtig, dass da du deine Kraft einteilst, weil es hilft da nichts, wenn du den ersten Berg 5 Minuten schneller auf fährst, weil das heißt dann wahrscheinlich, dass du dafür beim letzten 15 Minuten länger brauchst. Und deswegen, da muss man kein großer Mathematiker sein, dass man sieht, dass das nicht so gescheit ist. Das Coole beim Lucky, Kitzalpin-Marathon ist auch, Chris, hast du was kurze gesagt? Zwischenfrage. Ja. Wenn du jetzt sagst, du startest los und übernimmst dir am Anfang schon ein bisschen, wie geht es dir da mental? Wie gehst du damit um? Wenn du merkst, okay, das ist eigentlich erst der Anfang, aber jetzt geht es ja erst richtig los. Wie gehst du mental damit um, weil du doch noch ein paar Kilometer vor dir hast? Du meinst, in dem Moment, wo ich draufgekommen bin, schnell losgefahren? Genau, ja. Wie geht da mental? Ja, also, boah.
Du sagst das jetzt relativ easy, da bin ich halt weitergefahren, aber du wirst wahrscheinlich im Hinterkopf für die irgendeinen Mechanismus haben, wo du sagst, der trotzdem weiter. Ja, genau. Also ist ja grundsätzlich immer, aufgeben ist für mich keine Möglichkeit. Also ich sage, wenn ich am Start stehe, dann versuche ich auf jeden Fall, dass ich ins Ziel komme. Und wenn's dort schnell anfängst, dann musst du auf jeden Fall einmal ein bisschen runtergehen vom Gas, sage ich jetzt einmal, einfach den Körper ein bisschen Erholung geben und dann versuchen, dass das Ganze wieder ein wenig ins Laufen geht. Nur das Ding ist halt, das Problem ist einfach, wenn du da am ersten Berg die unter Anführungszeichen so abschießt, dann hast du es bis ins Ziel. Also du wirst bestraft bis ins Ziel. Außer du gehst halt voll viel runter vom Gas und fährst nur mehr gemütlich ins Ziel. Aber wenn du halbwegs ein Tempo weiterfahren willst, dann spürst du das eigentlich bis ins Ziel, den Fehler, was du am Anfang gemacht hast. Und ja, Okay, danke. ich versuch mir halt dann immer, welche Sachen versuche ich, dass ich mir einrede, wenn ich. Ein gutes Zeichen, wenn du überlegen musst, weil dann hat sich das gut automatisiert und dann ist es einfach schön, das, ne? Ja, wie gesagt, ich versuche einfach immer das Beste und dann meistens irgendwann kommt dann der Punkt, wo die dann wieder einer von hinten einholt und so. Und ja, extrem wichtig bei solchen Sachen ist halt dann natürlich auch die Verpflegung, also dass du ausreichend Trinker mit hast. Dort war es auch so, dort habe ich keine Betreuer gehabt, das heißt, ich habe das trinken müssen, was bei den Labstationen gegeben hat, aber meine Gels und so habe ich mitgehabt. Das ist einfach extrem wichtig, dass du deinen Körper mit Energie versorgst, weil sonst kriegt da jeder ein Problem. Das war Okay. dann schon kurz vorm Ziel, ihr seht, es war extrem heiß. Und ja, ich bin da als Achter auf dieser Ultradistanz ins Ziel gefahren und war zufrieden, es hat halbwegs gepasst, aber ich habe gewusst, dass ich ein bisschen einen Fehler gemacht habe. Aber ich war froh, dass ich den Fehler bei den Rennen gemacht habe und nicht bei den Rennen. Weil das sind mehr oder weniger immer die Olympischen Spiele von den Mountainbike-Marathonfahrern, kann man so sagen, auf jeden Fall in Österreich. Die Salzkammergut-Trophy. Der größte Marathon, was wir in Österreich haben, mit über 5000 Teilnehmern aus der ganzen Welt. Und da war halt 2019 mein fünfter Start letztes Jahr. Bin jedes Mal ins Ziel gekommen und so ein schlechtes Wetter wie letztes Jahr war nicht. Also, du kannst sagen, da ist um 5 Uhr in der Früh der Start, wie man da sieht. Das waren über 750 Leute angemeldet. Von den 750 Leuten, die angemeldet sind, sind 530 am Start gestanden und 5 in der Früh, wie man es da sieht, bei strömendem Regen. Und von den 530 sind nur 307 ins Ziel gekommen. Also so eine große Ausfallszahl hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Trophy. Und das Rennen ist einfach deswegen für mich so etwas Spezielles, weil es mein erstes Rennen war, was einfach extrem lang war. Also 210 Kilometer, 7000 Höhenmeter. Das gibt es so in Europa nur ganz selten und in Österreich sowieso nicht. Und ich habe da einfach gemerkt, dass so ein extremes Rennen, ich habe da so viel lernen dürfen. Also ich sage, wenn ich nicht die 4 Jahre davor dort gestartet war, dann wäre ich niemals heuer Dritter geworden, gesamt, und hätte mein Altersklasse gewonnen. Weil ich einfach in die Jahre davor, wo ich das gemacht habe, so viel lernen habe dürfen. Und ich sage, deswegen kann ich nur jedem, der was da von euch jetzt da live mit dabei ist, empfehlen, gebt euch einmal einen Ruck und probiert irgendeine Sache. Wenn es Läufersatz und es rennt immer ein Viertelmarathon, meldet euch an für einen Halbmarathon oder am besten gleich für den Ganzen. Und warum sage ich das? Weil erstens mal habe ich gemerkt, wie ich mich dort angemeldet habe, ich habe im Winter kein großes Motivationsproblem mehr gehabt, weil ich habe jeden Tag gewusst, wann ich aufgestanden bin, heute trainiere, damit ich bei der Salzkammergut-Trophy halbwegs einen Spaß habe. Weil das Rennen fährt keiner von den 750 Leuten fährt ohne Probleme ins Ziel. Kein einziger. Und das heißt, es geht darum, einfach so wenig wie möglich Probleme zu kriegen. Und das war einfach für mich unglaublich. Und ich war so eine Extremdistanz, zeigt da jeden kleinen Fehler auf, wo man nachher vielleicht auch vom Chris was hört bezüglich Ernährung. Wenn du dort falsch ernährst,
dann tut das richtig, richtig, richtig weh. Also das wird wirklich unlustig, weil Sie müssen sich vorstellen, ein normales Rennen hat 90 Kilometer und wenn Sie dort falsch ernährst, dann kommt das Problem, sagen wir so, wahrscheinlich nach 1,5, 2 Stunden erst, weil vorher im Normalfall nicht. Und dann hast du aber bei einem 90-Kilometer-Rennen unter Anführungszeichen nur mehr 1, 2 Stunden ins Ziel. Und dann hast du es geschafft. Das Problem ist, wenn dir das bei der Salzkammergurt-Trophy passiert auf der A-Strecke, dann hast du 10 Stunden lang ein Problem. Und das ist eben extrem unlustig. Und ich habe so viele Fehler gemacht bei den Rennen, wo ich so dankbar bin damit, dafür, dass ich die machen habe dürfen, weil es mir einfach immer, immer besser werden lassen. Zum Beispiel, wie man da sieht, das Foto ist aufgenommen worden letztes Jahr bei der Trophy nach circa 80 Kilometer und ich habe grinst. Warum habe ich grinst? Weil ich draufgekommen bin, 2 Jahre vorher beim Jubiläum hat es auch geregnet, war es nicht ganz so bleiben im Wetter, weil es ab Mittag besser geworden ist. Die, was dabei waren, wissen das. Und ich war aber voll angefressen. Ich habe das ganze Jahr aufs Rennen gefreut und dann war schlechtes Wetter und ich habe mich von den runterziehen lassen. Und dann habe ich gesagt, hey, ich nehme das Wetter so wie es ist, ich passe mich an, ich bin zufrieden, dass es überhaupt stattfindet, weil heuer zum Beispiel sieht der heuer, würde sich jeder freuen, wenn es schneit. Aber ja, und einfach aus den Situationen immer das Beste machen. Und das hilft, glaube ich, enorm bei solchen Sachen. Das war dann schon kurz vorm Salzberg. Das ist bei Kilometer 120 sowas, circa. Da kommt dann der letzte richtig steile Berg. Bevor man dann auf der Abfahrt zum Gosersee, da war es letztes Jahr so kalt. Also es war so, ich bin dort nach dem Gosersee, war eine Labstation, da waren meine Eltern dort. Und ich habe zu meine, mir haben meine Hände und so angefroren, dass ich nicht mehr schalten habe können. Also ich habe nur mehr mit den Fingern halt, habe ich nicht mehr schalten können. Ich habe das nur mehr so mit der Faust ein wenig zusammengebracht. Und beim Gosersee war eine Labstation und da habe ich zu meinen Eltern gesagt, sie sollen mir bitte neiche Handschuhe anziehen und Regenjacken. Weil ich habe selber einfach das Gefühl nicht mehr gehabt. Und ja, das war schon ziemlich, ziemlich grenzwertig. Das da, da Der Teufel, der Salzkammergurt-Trophy, da muss ich kurz weggehen. Das ist der Pokal, den was ich letztes Jahr gekriegt habe. Den kriegen nur die schnellsten 3 auf der A-Strecke, die schnellsten 3 Männer, die schnellsten 3 Frauen. Letztes Jahr waren das nur 3 Männer und 8 Frauen, weil es dann 9 Frauen gestartet und von denen ist nur eine ins Ziel gekommen. Und der Typ, der was da hängt, ist auf jeden Fall auch der Mann, der was diesen Teufel da produziert. Das war eben da beim Gosersee. Also da war es dann mit der Körperwärme und so war ich da ziemlich am Ende. Und bezüglich Training, ich werde immer wieder gefragt, wie bereitet man sich auf so ein Ding vor? Und ich sage immer, du kannst dich auf ein Rennen, wo es im Normalfall, wenn du gut benannt, richtig gut benannt bist, so 12 Stunden am Radl sitzt und andere, die was auch richtig gut benannt sind, die schaffen es gerade einmal nach 16 Stunden, gerade noch ins Ziel, bevor es rein wird und es ist die Zeit vorbei. Da sage ich immer, das Training, ich schaue, dass ich so Grundlageneinheiten mache, circa maximal bis 5 Stunden, also länger trainiere ich nicht. Und dann ist es halt eben wichtig, dass du den Kopf drauf vorbereitest auf das Rennen und dass die richtig verpflegst. Ja, und das war dann Eine der. Frage, Luki. Ja. Was du hinter dem, wenn du sagst Training und hinter dem Thema im Kopf das Durchziehen, wie viel Prozent würdest du das da verteilen? Was du sagst, vorbereiten kannst du auf diese Wahrheit nicht, in dieser Länge. Boah, ja, wie würde ich es verteilen? Ich sage immer, wenn man nur sagt, das spielt sich im Kopf an, das stimmt auch nicht. Gell? Weil wenn du im Kopf der Mega-Beste bist und du trainierst nichts, dann wirst du dort auch ein Problem haben. Also ich sage, du sollst, ich würd sagen, es ist 40% ist Ernährung während dem Wettkampf und die anderen zwei Sachen 30 und 30%. So wird sie Wahrscheinlich je nach aufteilen. Entfernung vom Rennen, je länger es wird, desto mehr spielt der Kopf wahrscheinlich mit, ne?
Ja, genau. Ja, genau. Je länger das wird, desto mehr wird sicher der Kopf. Aber das Hauptding ist trotzdem, glaube ich, auch die Ernährung. Also, weil wenn du keine Energie mehr hast und so, dann leidet ja alles drunter. Also, ich glaube, Das ist was die ich Basis aber, gelernt habe, oder? was, wie bitte? Das muss aber die Basis quasi sein, ne? Ja, genau, das Ja. muss einfach, also das ist einfach das, was ich, was nicht, ich habe einen Ironman gemacht, ich bin letztes Jahr 100 Kilometer einen Trailrun durch Südafrika gerannt, bin 24 Stunden in der Halle gefahren, vor einem Monat circa 24 Stunden beim größten 24-Stunden-Rennen Amerikas durch eine Wüste gefahren und ich habe einfach gesehen, dass wenn die Ernährung passt, also du einfach der Körper gut versorgt ist und so, dann funktionieren die anderen Sachen gleich einmal ein bisschen leichter. Oh, cool. Ja, das war dann im Ziel der Trophäe, aber ein Interview führen dürfen mit Hörer Heinz, mehr oder weniger. Die Stimme der Salzkammergut-Trophäe, in Radio Oberösterreich ist der jetzt aktiv. Ist ein cooler Typ, der Heinz, ist immer mit dabei, hinten in der Orangenjacke, hat man meinen Papa erwischt beim Handyspielen. Und ja, das war dann bei der Siegerehrung, wo ich Erster werden habe dürfen in der Altersklasse der 20- bis 30-Jährigen und eben der dritte Platz gesamt. Also war sicher sportlich gesehen der größte Erfolg, was ich bis jetzt in meinem Leben feiern habe dürfen. Und einen Tag später zum Abschluss noch von meinem Vortrag würde ich euch gerne mal sagen, also am 19. Juli 2020 sollte die Trophäe heuer stattfinden, bezüglich, außer wenn es abgesagt wird, dann nächstes Jahr, einen Tag nach der Trophäe, gibt es immer geführte E-Bike-Tour mit mir zur ewigen Wand. Das ist ganz gemütlich, fahren wir auf zur ewigen Wand, so dann gute 200 Höhenmeter, wirklich ganz relaxed und schauen Sie dort im Idealfall einen schönen Ausblick über den Hallstätter See, über den Dachstein, über ganz Bad Gäusern an. Also da würde es mich riesig freuen, wenn wir sie irgendwann einmal sehen, entweder bei der Streckenbesichtigung, im Idealfall beim Rennen oder einen Tag später bei der E-Bike-Tour, wo sich jeder von euch kostenlos von Intersport E-Bike ausbauen darf. Jawohl, dann das war's von mir, das war mein Bildervortrag und ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt gebe ich dann über an den Chris und Beziehungsweise, bin Luki, ihm. ich will sowieso die dabei haben, weil ich finde, mir sind da einfach ein paar gute Fragen gekommen und ich glaube, dass von euch, und ihr habt ja alle, die Zuschauer, noch an und die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen. Und ich würde gerne den Input, den ich da jetzt gebe, immer einen Querbezug zu dir stellen. Was ich einfach extrem cool finde bei dir, du hast das alles so locker, aber das sind teilweise richtige Hardcore-Rennen und das schaut einfach so normal aus bei dir. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach da mal einen Schritt dahinter blicken, und da mal schauen, was machst denn du da, dass du so leistungsfähig bist? Weil ich glaube, dass viele Dinge, die für dich ganz normal sind, vielleicht für einen, der gerade anfängt oder vielleicht noch nicht so viele Rennen wie du gefahren ist, doch das eine oder andere Neiche dabei war. Und da würde ich jetzt einfach vorschlagen, dass wir direkt losstarten, Luke, und ich schieße dir immer mit ein paar Fragen ab, wenn das passt, okay? Was? Ja. Gut. Hast du dein Bildschirm schon freigeben, Chris, oder willst du es noch nicht Ah, wir machen? machen das alles direkt da hinten, sprich auf Okay. mein Whiteboard. Und zwar, was ist jetzt die Idee von diesem kleinen Input, den ich mache? Wir haben jetzt vom Luki sehr, sehr viel gehört. Extreme Höchstleistungen. Ihr kommt aber alles mit dem Mentalen gefragt, da spielt sich so viel im Kopf ab. Die Ernährung ist unglaublich wichtig, Training ist unglaublich wichtig und Regeneration. Wir haben von allen Punkten, von denen extrem viel gehört. Und ich möchte euch jetzt zum einen die Aussagen vom Luki hernehmen und das unterstreichen mit ein paar wissenschaftlichen Daten in der Ernährung bzw. Erholung, Regeneration und damit immer dann den Querverweis zum Luki nehmen, dass man einfach sieht, was sagt die Datenlage und was macht der Luki in der Praxis. Und ich glaube, diese Kombination, das ist auch das, warum ich das so spannend gefunden habe, dass du uns da kontaktiert hast oder du mich kontaktiert hast. Im Grunde sind es vier Säulen, worauf ein leistungsfähiger Körper basiert. Und das ist egal, ob das ein Wettkampfsportler ist, so wie ich bin, im Powerlifting-Bereich, wo es um einen Maximalbereich geht, wo ich im Prinzip 6 Monate lang auf 10 Sekunden auf einen Versuch hintrainiere. Oder ob es so ist wie der Luki, der halt dann, wie lange bist du bei der Salzkammergut-Profi gefahren, sag ich? Letztes Jahr 11 Stunden und 13 Minuten. Genau. Also vor 10 Sekunden bis über 10 Stunden in diesen Belastungen oder bei Athlet von mir zum Beispiel ist der Klaus Gößweiner, der quer durch Österreich rennt, ist 500 Kilometer
Also diese Extreme sind es. Und am Ende des Tages diese vier Säulen davon, diese vier Säulen sind was? Das ist auf der einen Seite natürlich das Training. Das ist das, mit dem wir uns meistens am intensivsten beschäftigen. Wir haben das nächste Rad oder in meinem Fall, wir haben das beste Equipment, das nächste Wettkampfhandzeug und so weiter. Das zweite Punkt, mit dem wir auch was anfangen können, ist die Ernährung. Sprich, was stopft mein Körper rein? Das ist das, was du schon gesagt hast, Luki. Während dem Training oder während dem Wettkampf extrem wichtig und auch danach. Da steigen wir dann gerne in Detail ein. Der dritte Punkt ist die Erholung, Regeneration, richtiger Schlaf etc. Da zeige ich dann auch noch ein bisschen was. Und das ist, was der Hauptpunkt bei vielen Sportarten ist, einfach das Mindset, die mentale Stärke. Weil es halt viele Punkte gibt, wo es einmal nicht so funktioniert, wie man es vielleicht gerne hätte. Und dann muss halt da oben der Kopf auch mitspielen. So, und die Punkte würde ich jetzt gerne durchgehen. Punkt Nummer eins, Ernährung, ganz wichtig. Das kann man mal von der wissenschaftlichen Seite her sagen. Das würde ich als erstes aufbauen und dann würde ich direkt auf den Luki einsteigen. Die Hauptfrage, die ich immer kriege, und ich habe da schon eine Frage auch zu dir gekriegt, was für Proteinpulver du verwendest, steht da drinnen, Luki. Kannst dann gerne noch beantworten. Aber Thema Protein ist ganz, ganz wichtig. Der Hauptbestandteil von unserem Körper ist neben dem Wasser die Muskulatur Eiweiß, sprich Protein. Und die wissenschaftliche Datenlage sagt, wenn man sich die Top-Forscher anschaut, die sind meistens in Amerika drüben, Brad Schönfeld und Co., liegt man irgendwo zwischen 1,5 und 2,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Bedeutet, ihr habt knapp 100 Kilo und isst pro Tag circa 2 Gramm Eiweiß. Das heißt, bedeutet 200 Gramm Eiweiß in meinem Fall, die ich pro Tag zuführe. Und je weiter man oben ist, desto besser ist man mit Eiweiß versorgt. Gerade wenn man vielleicht in einer Diät ist, so wie es bei mir beim Powerlifting oftmals ist, wo man in einer Diätvorbereitung ist, wo man in einer Gewichtsklasse einpassen muss. Ich glaube, das gibt es ja bei den Mountainbikern nicht, oder? Gewichtsklassen. Na, leider. Ja, der. Genau, und wenn man in einer Diät drinnen ist, setzt man sich eher an die obere Seite vom Eiweiß, damit einfach Muskulatur erspart wird. Also das ist einmal einer der Hauptbestandteile und das sage nicht nur ich, weil ich Eiweiß produziere, sondern da kann man die ganz neutrale Wissenschaft herbeiziehen. Das ist einfach die Basis. Ja, ganz wichtiger Makronährstoff, und wir haben ja drei Makronährstoffe, Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Neben ist das Fett, essentielle Fettsäuren. Das sind die, die der Körper braucht, ohne die er nicht überleben kann. Protein ist essentiell, Fett ist essentiell. Und da spricht man in der Literatur zwischen 0,7 und 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht, was man zuführen sollte. In meinem Fall jetzt wieder 100 Kilo, mal 1 Gramm, circa 100 Gramm Fett, die pro Tag zuführen. Ja, und die Kohlenhydrate sind im Prinzip dann, und da möchte ich jetzt dann zu dir übersteigen, Luke. Die Kohlenhydrate sind jetzt im Powerlifting weniger wichtig, wie es zum Beispiel in Ausdauersportarten sind. Das heißt, meine Empfehlung ist, je nachdem, welcher Sportart du bist, und ich habe gesehen, es sind auch ein paar Kraftsportler mit dabei, je nachdem, welchen Sport du betreibst, musst du dir anschauen, was ist das primäre Energiesubstrat, was dein Körper heranzieht. Beispielsweise im Ausdauersportbereich sind es Kohlenhydrate und Fette. Im Kraftsportbereich, wie es bei mir ist, Maximalkraftbereich, sind wir eher im ATP-Bereich, Adenosintriphosphat. Das ist im Prinzip die Schnellkraft. So, und je nachdem, welche Sportart das ich habe, irgendwo in dieser Bandbreite, muss ich schauen, dass der Körper entsprechend versorgt ist. Und jetzt einmal eine Frage an die Luki. Wie, vielleicht können wir kurz knackig, vor dem Wettkampf, im Wettkampf und bei Etappenrennen nach dem Wettkampf. Wie, auf was schaust du da genau? Hast du vielleicht zwei, drei Beispiele, was du da isst? Frühstück mache ich mir momentan meistens einfach an warmen Haferflockenbrei, wo ich Äpfel reinreibe, Birnen, irgendwelche Beeren, die was daheim im Garten wachsen. Und da tue ich dazu ein bisschen an Honig, Leinsamen, Kürbiskerne, Nüsse und so weiter. Ein bisschen an Joghurt, dass das Ganze cremig wird. Momentan auch ein wenig an Dinkel voll gerissen. Das ist ich eigentlich fast täglich daheim zum Mittag, zum Frühstück. Und zum Mittagessen kommt es dann, mache immer meistens irgendwas, sage ich mal, Nudeln oder Reis oder Bulgur, Quinoa. Dann dazu schneide ich mir Gemüse klein her. Also, ich esse voll gern an Zwiebel oder an Knoblauch. Das ist eigentlich fast täglich, weil ich auch glaube, dass man wegen hilft, dass ich gesund bleibe. Und dann Du darfst noch zwei dazu lassen, Karotten ne? und so weiter, Sellerie. Ja, die hält schon 6 Jahre aus, seit ein paar Tagen. Also, das hat sie sich schon, hat schon passt. Und
Dann da schneide ich mir dann manchmal, entweder tue ich mir da einen Thunfisch rein oder ein bisschen an Speck abraseln und dann gebe ich mir da drüber einen guten Parmesan und irgendein Olivenöl, hochwertiges. So schauen meine Mahlzeiten aus. Und vor einem Wettkampf schaue ich natürlich, dass ich zum Beispiel, gibt es meistens so Pasta-Patties, wo ich versuche, dass ich viel Nudeln esse. Wobei, früher habe ich das manchmal wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, dass ich zu viel Nudeln gegessen habe. Und man weiß ja, man kann ja nicht nur 50 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde oder so aufnehmen. Das wirst uns du vielleicht noch besser sagen können. Also zu viel bringt dann auch nichts, weil es der Körper nicht aufnehmen kann. Und nach dem Wettkampf, was ist ich da im Idealfall wieder Nudeln oder sowas, aber in Wirklichkeit ist ich nach dem Wettkampf alles, was ich kriegen kann. Aber das heißt im Grunde, alles, was du jetzt erwähnt hast, ist ja ganz eine normale, und ich weiß ja, du schaust, dass deine Kerne und deine ganzen Sachen möglichst regional und unverarbeitet herkriegst. Das heißt, im Grunde ist da kein Geheimnis dahinter. Du schaust, dass möglichst alles unverarbeitet ist. Du riechst dir das Zeug selber her und du schaust einfach, dass da gut geht, oder? Das sind die Dinge, wenn sich das gut anspürt, dass es gut geht, dann hat sich das schon mal bewiesen, dass es funktioniert. Ne? Ja, genau. Also ich is kein Fast Food und das, so wie du gesagt hast, ich schaue, dass ich die Produkte, die was ich verwende, bei den Bauern im Idealfall einkaufe und einfach, dass ich das möglichst mit wenig übertrieben viel Salz oder übertrieben viel Zucker einfach zubereite. Okay. Jetzt beantworten wir mal die Frage von Christian Anna. Welches Eiweißpulver verwendest du? Kennst du da irgendwen? Ich verwende das vom Rocksports. Ah, das trifft sich ja gut. Ja. Schaust du speziell bei deiner Proteinzufuhr, trackst du das irgendwie mit oder machst du das einfach nach dem Gefühl? Ich muss ehrlich sagen, ich mache das nach dem Gefühl. Ja. Und das zeigt eben dafür, Also. wenn du ein gutes Körpergefühl hast und du merkst, es geht da gut, dann passt es perfekt. Ne? Ja. Ja, Cool. ist ja, ja. Ja, und das ist ein Punkt, da möchte ich jetzt gleich noch weitergehen. Luke, das, was du erzählt hast, alle Lebensmittel, die sehr unverarbeitet sind, das ist genau der Punkt, den ich da hergeschrieben habe. Möglichst unverarbeitet. Was bedeutet das? Unverarbeitete Lebensmittel haben hohe Mikronährstoffdichte, sprich viel Vitamine, viel Mineralstoffe, viel Spurenelemente. Je stärker ein Produkt verarbeitet ist, desto weniger Nährstoffe enthält es. Und wenn es du von dem ganzen Grundkern zeigst, das du vielleicht sogar selber meinst, das weiß ich jetzt nicht, ernährst, dann hast du einfach die maximale Nährstoffdichte, die so ein Produkt eigentlich hergeben kann. Also perfekt. Ne? Und der letzte Punkt, den ich dann mal herschreibe, das ist bei der Ernährung ganz, ganz wichtig. Das merke ich bei sehr, sehr vielen Kunden und ich kriege so viele Anfragen um das Thema Ernährung. Der Heiseltest. Kennst du den Luke, den Heiseltest? Ich Einer, den schon mal habe schon mal geschickt. bei einem Vortrag von dir, bei Okay, einem ja, Vortrag genau. von dir im Kino teilweise habe ich Ah, den ja, erwähnt, genau. ja. Ja, stimmt. Ganz kurz und knackig, was ist der Heiseltest? Nächstes Mal, wenn es hier groß aufs Topferl geht, sprich aufs Heisel, dann schaut mal mit allen Sinnen, wie es euch da geht. Ihr sucht jetzt vielleicht ein bisschen komisch an und denkt euch, was ist mit ihm jetzt? Wie riecht's? Wie schaut's aus? Wie hört es an? Wie spürt es an? Und so weiter. Warum sage ich das? Das, was die Verdauung am Klo macht, sagt euch, wie es euch am Körper geht. Geht es der Verdauung schlecht? Geht es auch der Verstoffwechselung schlecht? Etc. Das heißt, wenn die Verdauung einfach nicht passt, könnt ihr da oben nur so feine Sachen reinstopfen. Der Körper kann es, wenn in der Verdauung das nicht passt, das nicht so aufnehmen, wie er es vielleicht gerne hätte. Und dementsprechend, wenn auf dem Klo irgendwas nicht funktioniert, das kann ein paar Tage mal gut durchaus sein, ist okay. Aber wenn das über Wochen, über Monate ist und ich kenne Kollegen, Kunden, beziehungsweise Leute, die Anfragen haben, wo es teilweise über Monate geht, die an Verstopfung leiden und solche Dinge. Das sind alles Punkte, die ich angehen muss. Und erst wenn der Magen funktioniert, die Verdauung funktioniert, dann kann ich mich wirklich um die Ernährungsoptimierung kümmern. Aber die Verdauung ist ganz, ganz was Wichtiges. Ja, Luca, jetzt könnte man sagen, wie geht es dir beim Heiseltest? Das ist alles paletti. Bei mir passt großteils alles. Also manchmal noch, Ja. ich habe eben auch zum Beispiel ich habe einmal bei der Salzkammergut getroffen, vor 3 Jahren war das, glaube ich, da habe ich Durchfall gekriegt
noch 100 Kilometer. Also das war, aber ja, Aber das das sind war halt halt. Extremsituationen, ne? Das Ja, nein, also so im Großen und Ganzen kann ich sagen, habe ich in Häusl, den Häusl-Test immer wieder bestanden. Aber bei den Rennen habe ich es halt teilweise gemerkt, wann ich Fehler gemacht habe, dass das dann passiert ist. Und damals zum Beispiel vor 3 Jahren war das. Das war sicher eine der unlustigsten Salzkammergut-Profi-Strecken für mich, weil es mir halt da von der Verdauung ziemlich schlecht gegangen ist, weil ich ein paar Fehler gemacht habe. Und das Coole ist halt, dass du halt meiner Meinung nach, wenn du bei so einem Rennen einen Fehler machst, den machst du wahrscheinlich nur einmal, weil das will keiner zweimal machen. Kann ich nachvollziehen, ja. Gut, das ist im Prinzip das Ernährungsthema. Erholung, zweiter Punkt. Das ist was, was ganz, ganz oft vernachlässigt wird. Da gibt es zwei Punkte, die ich gerne mitgeben muss oder möchte. Wir schauen immer, wenn es um die Ernährung geht, primär auf das Thema, aber also auch die Regeneration geht primär um das Thema Ernährung. Da gibt es einen Bestandteil, dieses Eiweiß, das ist im Prinzip der Baustein der Muskulatur, einer der wesentlichsten. Aber ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist der Schlaf. Denn der Schlaf, wenn wir einen schlechten Schlaf haben, kann es dazu führen, dass unsere Stresshormone entsprechend steigen, sprich das ganze Hormonmilieu kann sich verändern. Und wenn das über einen längeren Zeitraum passiert, naja, dann kann durch eine längere Phase, wo das Hormonsystem nicht passt, auch unsere Regeneration unterliegen. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt ist der Schlaf, dass wir einfach unsere Schlafhygiene betreiben. Und das ist das, was in vielen Sportarten, das zeigt die Erfahrung, vernachlässigt wird. Und das sind so Grundlagen wie Handy nicht ins Schlafzimmer, sprich am Abend direkt so vor dem Display tun, dass im Prinzip tatsächlich auch die Schlafhormone ausgeschüttet werden können, Blaulichtfilter eventuell verwenden, so Dinge wie nicht mehr schwer essen, 5 Minuten vor dem Bett gehen und solche Dinge. Das sind so ganz normale Grundlagen. Und wenn man sie normal und unverordnet ernährt und nach diesen Maßen, passt in der Regel auch der Schlaf ganz gut. Was sagst du da dazu, Luki? Ja, also den kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Und in den letzten Jahren habe ich das Gott sei Dank eigentlich selten gehabt, aber früher, wie ich in Tartell gegangen bin und dann noch geglaubt habe, ich muss jeden Tag voll trainieren und noch nicht ganz eingesehen habe, dass Regenerationstage manchmal mehr bringen, als wie wenn es die wieder aufs Radl setzt. Das habe ich erst lernen müssen in den letzten Jahren und da ist mir teilweise öfter so gegangen, dass ich richtig schlecht geschlafen habe. Also, dass ich dann, und ich sage immer, weiß nicht, wenn ich mal in der Nacht aufwache und schwitze oder so oder nicht gescheit durchschlafe, das ist für mich immer ein Indikator, dass ich sage, okay, jetzt muss ich aufpassen, weil sonst bist du wahrscheinlich eh schon im Übertraining oder auf jeden Fall nicht mehr weit weg. Das kann ich aus dem Maximalkraftsport auch sagen. Oftmals ist ein Tag mehr Regeneration besser, wie wenn ich jetzt noch mehr trainiere und noch mehr drauf fahre und noch mehr intensiv tue. Auch wenn es der Kopf vielleicht sagt, aber du merkst dann bei der nächsten Trainingseinheit, wenn du eben diese Pause eingelegt hast, plötzlich geht es wieder besser, man fühlt sich besser. Also, wenn man da ein gewisses Körpergefühl versucht zum an den Tag legen, dann funktioniert das ganz gut. Ne? Gut, also das zum Thema Erholung. Dann Training, da ist es ganz wichtig und da ist jetzt die Frage, und ich kann es nur aus dem Kraftsport beschreiben. Es ist immer wichtig, wenn man sein Training optimieren will, dass man die Trainingsvariablen herausfindet. Sprich, welche einzelnen Punkte, welche Trainingsvariablen, so bezeichnet man die, beeinflussen meine sportliche Leistungsfähigkeit. Beim Kraftsport kann es zum Beispiel sein, Freikampf, die Intensität, die Intensiveness, die Progression, sprich, steigere mich über einen gewissen Bereich. Wie handhabst du das? Hast du da irgendwie Aufzeichnungen, wo du deine Leistungen niederschreibst? Zum Beispiel bei mir im Kraft-3-Kampf gibt es ein eigenes Trainingsjournal, wo ich genau nachvollziehen kann, in welcher Trainingseinheit habe ich was. Ich habe genau Ziele definiert, wo ich hinarbeite. Wie machst du das? Hast du ein Trainingslog oder was ähnliches? Ja, also ich glaub, das ist beim Ausdauersport wahrscheinlich nicht ganz so einfach, weil du gehst halt ins Fitnessstudio, tust Bankeln drücken, legst das Gewicht X auf und druckst das dann 15 Mal, das schreibst nieder und beim nächsten Mal, wenn du es nur 8 Mal schaffst, dann weißt du, okay, es hat vielleicht irgendwas nicht passt. Durch das, dass wir ja. Ich sage immer, bei uns im Ausdauersport ist auf jeden Fall eine gute Grundlage extrem wichtig, wie es glaube ich aber auch beim Kraftsport
Ist, glaube ich, auch eine gute Grundlage, nicht schlecht. Die schafft wahrscheinlich nirgends, weil man, wie beim Hausbauen, wenn man eine gute Grundlage hat, dann kann man das Haus auch hochbauen. Und ich glaube, so ist in allen Sportarten und speziell bei einer Ausdauersportart natürlich voll wichtig. Also ich habe die letzten Jahre immer extrem viel Grundlage trainiert, eigentlich nur Grundlage und bin halt auch nicht so schlecht gefahren. Also ich bin auch bei meinem ersten Start auf der Salzkammergut gut Profi A-Strecken, bin ich 21. geworden mit 21 Jahren. Aber letztes Jahr bin ich eben Dritter geworden und das habe ich sicher nur geschafft, weil ich zum einen Grundlage trainiert habe, zum anderen Regenerationstage eingehalten habe und zum dritten ein bisschen weniger trainiert habe als wie in die Jahre zuvor, aber dafür intensiv. Das Und da gibt es heißt, ja. eine Trainingsvariable ist eben die Intensität zum Beispiel. Eine Trainingsvariable kann beim Ausdauersport sein, die Trainingsfrequenz, wie oft. Und eine Trainingsvariable kann sein, die Dauer. Und dann sind das schon mal drei Variablen, die du beeinflussen kannst, wo du halt je nachdem, wie dein Training läuft, ob es gut läuft oder schlecht läuft, du dann die eine oder andere Variable veränderst und schaust, ob es damit besser geht. Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, als Kraftsportler, war interessant. Also, ich versuche auf jeden Fall, dass ich im Training schon im Körper auf die Ernährung ein bisschen eintrainiere, die was ich dann im Wettkampf gebe. Also, weil natürlich, du kannst nicht immer Apfelsaft trinken und dann beim Rennen trinkst du Red Bull oder irgend so einen Schwachsinn, sage ich mal. Also, ich versuche, das ist, glaube ich, auch eine Sache, dass sich der Körper schon an die Belastung, weil ich sage, ein Gel, was fixiert ist, wirst du wahrscheinlich nicht brauchen, aber wenn das einer da, der was da jetzt live mit dabei ist, wenn man das nimmt, wenn man 100 Puls hat, dann wird man kein Problem haben, aber wenn du einen Berg rauffährst und du hast 170 Puls und du nimmst so ein Gel, dann kann sein, dass das auch wieder rauskommt. Also so auf die Art, dass einfach, das ist auch was ich auch versuche, dass ich im Training mich schon auf die Ernährung einstelle, was ich dann auch im Wettkampf gibt. Und das, was du zuerst gesagt hast, ein paar Wiederholungen drucken, und wenn es einmal weniger ist, dann ist irgendwas anders. Hast vereinfacht. Im Kraftsportbereich, im Maximalkraftsportbereich ist zumindest so, die 15 Wiederholungen, die du zum Beispiel erwähnt hast, ist eher der Bodybuilding-Bereich. Da, wo ich da bin, ist der Maximalkraftbereich. Und da hat man das Problem, dass gar nicht der Muskel die Schwachstelle ist, sondern das zentrale Nervensystem. Wenn du jetzt relativ schwer, zum Beispiel Kreuzheben, 250 Kilo, 270 Kilo hebst im Maximalkraftbereich, dann ist das so eine extreme Belastung für das zentrale Nervensystem. Ich kann zum Beispiel 2 Wochen nach meinem Wettkampf, wo ich eben diese Maximalleistungen gehabt habe, nicht einmal 200 Kilo Kreuzheben, das für mich ein durchschnittlich mittelschweres Arbeitsgewicht ist, kann ich da nicht aufheben, weil das Nervensystem so fertig ist. Ne? Und da gibt es genau den schmalen Grat. Ich muss auf der einen Seite so schwer wie möglich trainieren. Auf der anderen Seite darf ich nicht so schwer trainieren, dass mein Nervensystem mit der Regeneration nicht mehr zusammenkommt. Das heißt, da muss ich mal genau diesen schmalen Grat treffen, dass ich zwar stärker werde, aber nicht irgendwo in diese Negativspirale mit der Regeneration komme, dass ich immer schwächer werde, schwächer werde, schwächer werde. Genau das gilt es zu treffen. Und also es ist nicht ganz so einfach nur mit den Wiederholungen. Ich weiß eh, dass du es nicht so gemeint hast, aber da gibt es selbst in jedem Sport gibt es dann die Feinheiten, die man vielleicht von außen gar nicht sieht, aber wenn es dann wirklich immer verbessern willst, am Ende des Tages würde ich das so unterstreichen, wie es du gesagt hast. Körpergefühl, schauen, wie es einem geht damit. Und wenn man 3 Trainingseinheiten durchgehend schlechter wird, naja, dann muss ich mir irgendwas anderes überlegen. So einfach würde ich es einmal haben und da muss man sich Schritt für Schritt weiter verbessern. Ne? Ja, und es ist cool, ich weiß nicht genau, wie das bei uns funktioniert, aber weißt du, sagst jetzt nach einem Wettkampf, also bei mir ist es auch so, wenn ich, wie soll ich sagen, 2, 3 Tage nachdem ich bei der Salzkammergut-Trophy 11,5 Stunden durch den Regen gefahren bin, da bin ich auch extrem langsam. Also, wenn da zu mir einer sagt, mach jetzt einmal einen Sprint, dann, ja, dann kann ich wegrennen, aber das ist halt weit weg von einem Sprint. Also, das ist, hat sicher auch ein bisschen was. In dem Bereich, aber ist halt trotzdem komplett was anderes. Aber was ich jetzt sagen will, ist, bei so langen Sachen wirst schon, ich merke das voll, wenn ich ein 24-Stunden-Rennen vor einem Tag danach geht's, am 2 Tag danach geht's vielleicht auch noch und dann am dritten, vierten, fünften Tag, dann merke ich erst, wie müde ich eigentlich bin. Wie lange brauchst du denn, dass du in etwa da fängst, dass du wieder halbwegs ins normale Training einsteigen kannst nach so einem 24-Stunden-Rennen? Ich glaube,
Ich glaube, das kann man im Großen und Ganzen nicht so sagen. Also ich glaube mittlerweile, dass ich mittlerweile schaffe es, wenn ich nach dem 24-Stunden-Rennen, wenn ich mich gescheit regeneriere, gescheiter Ruhe gebe und so, mich selber ein wenig massieren lasse oder zu einem Masseur gehe da in Enns, zum Beichert Roland, der was mir da ein wenig hilft, dann glaube ich, dass ich nach einer Woche wieder halbwegs bin. Aber das Ding ist, wie ich früher, wie ich angefangen habe, eben diese extremen Sachen zu machen, habe ich halt viel Fehler gemacht. Und wie soll ich sagen, wenn du da halt noch 100 Kilometer Durchfall kriegst und das Ding trotzdem noch dann 6, 7 Stunden fertig fährst, dann bist du nach einer Woche nicht regeneriert. Also das, je besser, dass du im Wettkampf meisterst, desto besser ist dann auch, desto schneller bist du da wieder halbwegs normal. Ja. Okay, sehr cool. So, jetzt einmal für die Runde. Ich sehe, das sind noch immer ein Haufen Leute. Wir haben jetzt noch ein Thema, mentale Stärke, das möchte ich durchgehen. Das dauert noch 3 Minuten, 4 Minuten. Und dann spielen wir den Ball direkt zu euch. Wir haben jetzt da dann noch knapp 10 Leute bei Zoom. Wir haben bei Facebook noch einen Haufen Leute. Wenn Sie jetzt Fragen habt, postet das einfach direkt darunter oder nachher dann direkt bei Zoom einfach das Mikrofon aktivieren. Gerne auch das Video und dann könnt ihr direkt die Fragen stellen, entweder an den Luke, an mich, ganz egal. Aber jetzt machen wir nur das Letzte. Ihr könnt euch in der Zwischenzeit gerne mal die Fragen überlegen. Der vierte Punkt in dieser Säule. Ernährung haben wir gehabt, wir haben die Erholung gehabt und wir haben das Training gehabt. Aber es gibt noch einen vierten wichtigen Punkt. Und der ist vor allem bei uns im Kraftsport ganz, ganz wichtig. Warum? Jetzt kann ich da ein halbes Jahr, auf den ich für den Wettkampf hin trainieren, super stark sein, super Trainingsleistungen und Trainingsbestleistungen machen. Aber wenn ich dann am Wettkampftag im Wettkampfpanier dastehe und da draußen die drei Wettkampfrichter sitzen und ein paar hundert Zuschauer und dann wird der Name aufgerufen und ich muss jetzt in den nächsten 10 Sekunden meine Maximalleistung erbringen, dann muss ich versuchen, dass ich genau an dem Punkt mental dann einfach die Konzentration habe und die Stärke habe. Das dauert nur ein paar Sekunden, aber ich muss genau an dem Punkt meine Maximalkraft schaffen. Und da gilt es einfach, ein paar Punkte zu berücksichtigen. Und warum ist das Mentale so wichtig? Ich kann im Training so gut sein, wie ich will, wenn ich es im Rennen da nicht habe, wenn ich mir irgendwas nicht gut renne, so wie ich jetzt erst gefragt habe, Luke, dann funktioniert das nicht. Und ich möchte euch einfach meine 3 Punkte, die bei mir super funktionieren, mitgeben. Und Luke, dann möchte ich den Ball an dich spielen. Du hast zuerst, habe ich gemerkt, wie ich dich gefragt habe, bei dem mentalen Thema, hast du nicht genau gewusst, weil ich glaube, bei dir ist das schon so automatisiert, dass dir gar nicht so leicht fällt, das jetzt punktuell zu nennen. Aber vielleicht fällt dir das eine oder andere ein, der ein oder andere Kniff, den du für dich selber verwendest. Ich sage einfach einmal die her, die bei mir gut wirken. Vielleicht kommst du auf die eine oder andere, auf den einen oder anderen Punkt, der für dich da ist. Was bei mir ganz wichtig ist, Punkt Nummer 1, sind Rituale. Rituale bedeutet Dinge, die ich immer, immer wiederkehrend mache. Das ist beispielsweise mein Aufwärmritual. Bei jedem Wettkampf wärme ich mich genau auf, in der gleichen Reihenfolge, genau mit dem gleichen Aufwärmgewicht. Am Anfang gibt es eine Seilsprungeinheit mit 400 Sprüngen. Es ist alles genau gleich. Es rennt im Headset genau die gleiche Musik, so wie es beim jedem Training ist. Das heißt, ich muss da gar nicht mehr überlegen, was ich tue, sondern das ist ein Ritual, das läuft automatisiert. Was ist das Ziel? Das Ziel ist einfach, dass du dem Hirn die ganze Arbeit abnimmst. Weil am Wettkampftag musst du konzentrieren auf die Maximalleistung. Und alle anderen Dinge so gut wie möglich automatisieren, damit sparst du da Energie. Punkt Nummer 2, Visualisierung und auch Selbstgespräche. Das hört sich jetzt blöd an. Visualisierung in dem Sinn, es hängt 3, 4 Monate vor meinem Wettkampf. Ich bin jetzt gerade im Büro, im Boxsportsbüro, hängen da auf die Zettel meine Wettkampfziele. Ich weiß ein halbes Jahr vorher, was ich beim Wettkampf heben will, was ich kniebeugen will, etc. Zum Beispiel dieses Jahr habe ich die 225 Kilo bei der Kniebeuge, war ein ganz großes Ziel, ist da groß drauf blickt. Das heißt, visualisieren, ich sehe das schon, ich bereite mich jeden Tag, aber wenn es unterbewusst nur beim Vorbeigehen sehe, habe ich immer dieses Gewicht in die Augen. Und das sind genau diese Dinge, die Visualisierungen. Und einfach, das ist der dritte Punkt, die Zieldefinition, genau wissen, wo ich hin will. Denn wenn ich mir ins Auto sitze und nicht weiß, wo ich hinfahren soll, wo fahre ich dann hin? Das heißt, ich brauche irgendein Ziel und genauso ist es beim Sport auch. Und das sind die 3 Punkte, die mir am besten funktionieren. Ein griffiges Ziel, dann so gut es geht, Rituale, dass ich eine Routine einbringe und damit habe ich einfach Selbstsicherheit und kann mich wirklich zu 100% auf den Wettkampf fokussieren.
Jetzt der Ball an die Luki. Was sind für die so Dinge? Vielleicht können wir es wieder trennen. Direkt im Wettkampf, wenn du vor der Ziellinie stehst oder vielleicht gerade weggefahren und du siehst, da brennen vier Leute so vorbei, dann ist ja oftmals im Hinterkopf, fahre ich da jetzt die Geschwindigkeit mit oder bleibe jetzt trotzdem bei meiner Geschwindigkeit. Solche Dinge. Da würde ich gleich mal einsteigen, was ist da der Trick, unter Anführungszeichen. Ja, also bei dem Beispiel, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist einfach so, dass ich im Laufe der Jahre gelernt habe, dass wenn ich bei der Trophy der erste Berg, da machst du gleich einmal 1000 Höhenmeter circa, fährst um 5 Uhr weg und um 6 Uhr, eine Stunde später bist du dann circa oben. Wir schnellen sind ein bisschen schneller als wir eine Stunde da oben. Und mir ist es mittlerweile komplett egal, wer da vorbeifährt. Also ich war heuer oben am ersten Berg, weiß nicht, 13. oder 14. im Ziel und eben 3. Also weil ich einfach weiß, es bringt nichts, wenn ich da jetzt mega schnell den nachfahre oder so, weil das Rennen hat 210 Kilometer und wird nicht am ersten Berg entschieden. Also einfach ein bisschen die Gelassenheit. Einfach wissen, okay, das Wichtigste ist, dass du auf deinen Körper horchst, dass du dich gut verpflegst. Und dann kommt alles von alleine, weil wenn der Typ stärker ist wie du, dann ist er sowieso stärker. Und wenn er nicht stärker ist, dann siehst du ihn irgendwann zwischen 100 und 210 Kilometer und fährst dann genauso leicht vorbei, wie es er jetzt bei dir tut. Also das ist einfach so bei den langen Sachen. Da wird jeder, der was am Anfang schnell fährt, wird bestraft. Und was ist sonst noch ein mentaler Tipp bei mir bei diesen ganzen Sachen ist, ich versuche die Salzkammergut-Trophy in lauter einzelne Etappen zum Fahren. Also, weil wenn du in der Früh um 5 Uhr in Bad Gäusern stehst und in deinem Kopf überlegst, was du in die nächsten circa 12 bis 16 Stunden, je nachdem wie lange du das fährst, machen wirst, dann fängst, wenn du ein normales Hirn hast, wahrscheinlich auch zum Blären, weil du denkst, warum mache ich denn Chassis? Wieso ist das ausgehen? Ich fahre da auf, wie da auf, wie da auf. Das sind 10 Tagesausfahrten von einem normalen Radlfahrer, was du an einem Tag erledigen sollst. Also versuche ich, dass ich konzentriere mich am ersten Berg, da schaue ich genau, da habe ich ein paar Punkte, auf die was ich schaue. Ich schaue, dass ich immer wieder aufstehe, damit ich meinen Hintern ein bisschen schon am Anfang schon. Also einfach vorbeugen habe ich auch gelernt. Also einfach, weil du kannst, so einer wie ich, der was für im Radl sitzt, ich kann 5 Stunden am Radl fahren und dann irgendwann tut der Hintern weh. Aber wenn ich schon nach einer halben Stunde mal aus dem Sattel gehe und mein Hintern ein wenig entspannen und so, dann fange dann nicht nach 5 Stunden an, sondern erst nach 8 Stunden. Und das ist mega cool, weil dann tut er nur mehr 4 Stunden bis ins Ziel weh. Und da habe ich halt ein paar so Sachen, auf die was ich schaue. Und das mache ich zum Beispiel am ersten Berg. Dann bin ich oben und sage, okay, passt, sehr gut, Luki, erste Etappe hast du geschafft. Und dann ist in meinem Hirn, okay, jetzt kommt die Abfahrt. Und bei der Abfahrt weiß ich dann, weil ich mir die Strecken angeschaut habe, okay, passt, da kannst du voll Gas runterfahren und bei der fünften Kurve musst du aufpassen, weil das ist eine enge Linkskurve, werden viel wissen. Und da, wenn du dort schnell bist, dann kann es sein, dass du im Gemüse liegst. Und dann fahre ich dorthin und dann erwische ich die fünfte Kurve und fahre es genau mit der Geschwindigkeit und dann lobe ich mich schon wieder. So ein bisschen, wie du gesagt hast, Selbstgespräche. Sage ich, jawohl, Alter, du hast gut erwischt, das hat gut passt, gut zugeredet. Und dann kommt das nächste Etappenziel. Und so versuche ich immer, mich stückweise weiterzuarbeiten. Und das ist, glaube ich, auch ganz was Wichtiges, wenn du sowas Extremes machst. Weil wenn du, auch wie letztes Jahr im November da 100 Kilometer durch Südafrika gerannt bin, wenn du da wegrennst und da überlegst, okay, jetzt renne ich von Linz, weiß nicht, bis nach Salzburg oder so, dann weiß nicht, dann musst, ich weiß nicht, ob es einen mentalen so einen guten Typen gibt, den was das wurscht ist. Ich bin's noch nicht und deswegen teile ich mir das immer in Etappen ein. Also das ist eine Sache, was mir hilft. Und dann einfach auch, dass ich mich im Vorhinein schon ein bisschen mit Problemen beschäftigt. Also ich sage mir dann immer, es kommt auch bei mir der Punkt, wo ich mir denke, warum fährst du die A-Strecken? Du hättest da 40 Kilometer fahren können. War genauso cool gewesen. Und das denke ich mir dann auch und dann denke ich mir, ja, ich fahre das und ich bereite mich ja ein Jahr darauf vor und ich sage mir dann immer, ich kann froh sein, dass ich gesund bin, dass ich mich bewegen kann, dass ich zwei gesunde Hände habe, zwei gesunde Füße. Das gibt Leute, die können das nicht. Also soll man sehr dankbar sein, dass wir gesund sind und das machen können. Dann weiß ich auch, so wie es bei mir ist oder bei jedem von euch, dass nach jedem Tief kommt wieder hoch. Also es kann sein,
dass ich nach 160 Kilometer mir denke, warum mache ich das? Und nach 180 Kilometer habe ich wieder eine richtig gute Phase. Und das, da musst du einfach dranbleiben. Und ja, das ist da jetzt noch, ja, ist ein wenig schwierig, aber Ja, aber ich das sind sage, schon was extrem wertvolle Inputs. Entschuldigung, wenn ich dich da unterbrich. Wie esse ich einen Elefanten häppchenweise? Sprich, das ganze Große in kleine Stückchen machen. Von Stück für Stück, von Meilenstein zu Meilenstein denken, hat mir ich mitgenommen, fände ich extrem geil. Das mit den Selbstgesprächen, so blöd, wie sich das anhört, aber nicht nur im Kopf sagt, hey, das ist jetzt wirklich geil gewesen, das hast du gut gemacht. Du fühlst dich gut, gib Gas und so weiter. Das sind Dinge, die ich vom Kraft-Dreikampf genauso kenne. Das sind so Kleinigkeiten, aber die dann den Unterschied machen können. Also, das sind für mich die Punkte, wo man einfach wieder sieht, du hast richtig geile Höchstleistungen, aber am Ende des Tages, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, schaust du einfach, hast du die Grundlagen, die du einfach maximal gut machst. Die Ernährung, die Regeneration, das Training, du schaust auf den Körper, du schaust auf das Mentale, machst dich nicht selber zu sauer, wenn irgendwas im Training einmal schlecht rennt, sondern du schaust dir, dass du wieder aufrappelst und wie du zuerst gesagt hast, das hat mir viel gut gefallen, du machst einfach das Beste draus. Und wenn einmal irgendein Scheiß passiert, ist so, das lässt dann zu, aber dann jammert man nicht eine halbe Stunde drauf, dass man jetzt was verkackt hat, sondern schaut man vier, wie man es besser machen kann. Also so würde ich das jetzt zusammenfassen, Ja, gibt für mich ein ziemlich geiles Bild. Ne? genau. Und ich sag das, glaube ich, keine Ahnung, ich glaub, du warst, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich sage immer eben, ich war niemals Dritter geworden letztes Jahr beim härtesten Marathon Österreichs und an der härtesten Europas, wenn ich nicht in die Jahre davor so viele Fehler gemacht hätte. Niemals. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste. Also, ich bin mittlerweile, hört sich vielleicht deppern an, bei der Salzkammergut-Trophy mache ich ungern Fehler, weil das mein Highlight ist im Jahr. Aber bei jedem anderen Rennen bin ich eigentlich froh, wenn ich Fehler mache, weil ich daraus lerne. Voll die geile Einstellung und das ist so wichtig. Und ich habe vorher immer geglaubt, Fehler machen ist ganz, ganz schlecht. Aber das ist die einzige Möglichkeit, wo du verbessern kannst. Und das ist, ich bin Jungunternehmer, eben mit Rocksports, da habe ich vor vielen Jahren das gegründet. Da gibt es so viele Fehltritte, die du machst. Und du kannst dich aber nur verbessern, wenn du das einmal gemacht hast. Sonst weißt du im Vorhinein ja nicht, ist das gut oder ist das schlecht. Und im Sport, so wie du es gesagt hast, du bist dankbar und du hast Fehler machen dürfen. Allein das ist ja. Ganz ein großer Punkt, das ist Mindset. Und auf das kommt es aus meiner Sicht davon, hast extrem geil gesagt, kann ich zu 100% unterschreiben. Ja, Gut. Ich schaue nochmal, der ob es da schon ein paar Fragen Gilich gibt. Manuel fragt gerade, wie schaut mein Ja. durchschnittliches. Lass uns. Ah, bitte, sorry. Der Gilich Manuel habe ich gerade gelesen, der hat mich gefragt, wie schaut mein durchschnittliches Trainingspensum aus? Also in der Vorbereitungszeit trainiere ich sicher manchmal 25 Stunden oder vielleicht einmal länger, wenn er coole Wochen ist und ich ein paar Skitouren mache und so. Aber dann in der Wettkampfperiode, also wie ihr gesehen habt, die Bilder, was ich euch da hergezeigt habe, das war mehr oder weniger halber der Saison von mir. Also da war nachher noch ein bisschen was gekommen. Und ich bin da ein bisschen, ich sage immer, ich bin ein bisschen rennsüchtig, weil mir das halt einfach unglaublich viel Spaß macht. Und da unter der Saison trainiere ich teilweise nimmer recht viel. Also letztes Jahr bin ich eine Woche nach der Salzkammergut-Trophy ein Etappenrennen gefahren in Italien, ein wunderschönes Apenninica Mountainbike Stage Race, richtig cooles Rennen. Und ich bin ins Ziel gekommen bei der Salzkammergut-Trophy, bin einen Tag später diese E-Bike-Tour zur ewigen Wand gefahren, was mich nicht mehr ganz so gefreut hat. Aber habe ich gemacht, weil es trotzdem lustig war mit den Leuten beim Regen. Und dann habe ich 3, 4 Tage nichts da, bin einmal daheim trainieren gefahren und dann bin ich am nächsten Tag 10 Stunden im Auto gesessen nach Italien und bin dort das Rennen gefahren. Also es und zwischen die Rennen ist, wenn du viel Rennen fährst, kannst du nicht mehr so viel trainieren. Also Kinder du hast schon, aber gescheiter ist, du erholst dich. Cool. Ja, liebe Facebook-Leute, direkt unten Kommentare reinschreiben, wenn es Fragen sind. Und auch liebe Leute in Zoom, einfach Mikrofon deaktivieren, ihr könnt direkt eine fragen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, ihr kennt den Lucke mit Fragen löchern. Jetzt steht euch Rede und Antwort. Ne? Aber in Grissa, in Grissa. Ja, genau. Ich schaue da nochmal durch, was wir fragentechnisch haben. So. Da gibt es viele, viele Salzkammergut-Trophy-Fragen.
Profis, glaube ich, da. Die kennen alle die Regen, die Strecken und so weiter. Grüße aus Polen, sehe ich da gerade. Sehr, sehr cool. Aber fragentechnisch schaut so aus, wie wenn wir da einen super Vortrag geleistet hätten, wenn es keine Fragen gibt. Oder? Wie schaut es bei unseren Zoom-Kollegen aus? Gibt es da Fragen? Und das auch gerne in den Chat reinschreiben. Die Frage hast du ja gerade im Chat angeschaut, oder Luke? Nein, im Zoom-Chat. Ah, da haben wir jetzt was. Die Michelle schreibt, Milch 0,9% Fett, ja, nein. Könnte Milch seit meinem vermehrten Training saufen wie Milch? Komm auf 0,75 Liter pro Tag. Um die Frage zu beantworten. Im Grunde, ich sage das so, wie sie machen wird. Ich trinke auch regelmäßig Milch. Ich schaue drauf, wo kommt die Milch her. Bei mir kommt da ausschließlich, so wie bei meiner Sportnahrung, das ist alles Bioqualität, kommt bei mir auch nur Biomilch zum Thema. Das ist das eine, weil ich einfach von der Verdauung her gemerkt habe, da habe ich überhaupt kein Problem damit, was ich früher, bevor ich das ganze Bio-Thema angegangen bin, in meinen jungen Jahren sehr wohl Probleme gehabt habe. Das heißt, meine Empfehlung ist, wenn du Milch trinkst, 0,75 pro Tag, ich habe mal schon Studien angeschaut, da sind wir teilweise über 2 Liter pro Tag, ist es kein Thema. Hoch auf den Körper, wenn du merkst, es geht da gut, es geht da mit der Verdauung gut, Eiteltest etc., dann ist es im Grunde kein Thema. Hoch da einfach auf den Körper, schau, dass du eine gescheite Milch erwischt, dass du nicht irgendeine stark verarbeitete hast, zum Beispiel die ultra lang haltbare Milch, die wird halt ultra hoch erhitzt, sprich, das ist im Grunde nur mehr ein totes Wasser. Da am besten, dass du vielleicht einen Bauern, einen Biobauern in der Umgebung hast, wo du aus dem Milchautomaten die rauskriegst. Die hat zwar mehr Fett, aber ist viel, viel besser verträglich nochmal. Oder dass du einfach schaust im Supermarkt oder vom Bioladen um die Ecken, dass da Biomilch holst, die möglichst wenig verarbeitet ist. Das ist meine Empfehlung. Und der Rest einfach schauen, was der Körper sagt und wenn es so gut geht damit, klar, mach es. Das ist meine Empfehlung. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet, sonst einfach noch einmal dazu schreiben. So. Dann sind wir da, glaube ich, durch. Was sagst du, Loki? Ja, ich glaube, entweder traut sich keiner mehr fragen oder. Ja, ich glaube, das geht nicht ums Trauen. Ich glaube, wir haben einfach alle Fragen beantwortet. Perfekt. Ja, ich kann nur sagen, danke, dass wieder so viel dabei waren und cool passt. Danke an den Chris, dass du gesagt hast, ja, das machen wir, war cool. Bin Danke für den frei. Vorschlag und danke, dass du so aktiv bist und deine geilen Erlebnisse mit uns teilst, weil ich fände es so unendlich spannend und wichtig, dass deine Erfahrungen, die du hast, mit uns teilst, weil diese Fehler, die du gemacht hast, kannst uns du vielleicht genau durch das ersparen. Ne? Ja, der Stefan hat mich jetzt noch gefragt, Tobi, nimmst du Supplementierungen im Trainingsalltag zu oder nur bei Wettkämpfen? Also, die Gels und so, wie gesagt, das teste ich auch alles und die Flüssigkeit, das teste ich auch. Aber so Sachen wie, sage ich jetzt einmal, Magnesium-Tabletten oder Kalium-Tabletten, oder so ein Coenzym Q10, das ist so ein Enzym für die Leistungsfähigkeit, was es in der aktivierten Form als Ubiquinol gibt. Da habe ich ganz einen tollen Sponsor, Nicapur, die machen Mikronährstoffe Made in Austria, sind in Salzburg daheim. Und das versuche ich hauptsächlich, dass ich im Wettkampf nehme. Also das nehme ich nicht täglich im Training oder so, wenn es einmal vielleicht voll heiß ist oder so. Aber das versuche ich schon, dass ich das im Wettkampf nehme, weil ich einfach ein bisschen der Meinung bin, wenn ich das jeden Tag im Körper gibt, dann ist für ihn vielleicht nicht mehr so der mega, mega Push, wenn er es kriegt. Und deswegen nehme ich das hauptsächlich, wenn ich einen Wettkampf habe, diese Supplementierungen. Was mich nur interessiert, wenn wir zuerst über mein Eiweißbuffer reden, wie baust das du ein in deinen Alltag? Bringst du das als Shake oder tust du das bei deinem Müsli dazu? Wie baust du das ein? Über das, glaube ich, haben wir noch gar nicht gesprochen. Zu 95% mache ich es über einen Shake. Und manchmal machen wir aber, weiß nicht, wenn wir sagen, jetzt haben wir am Abend oder so noch irgendeinen Gusto oder so. Ich habe ja hauptsächlich immer den Schoko, aber ich habe auch zwei Dosen bestelle, meistens auch den Bananen-Ding. Und wenn wir am Abend sagen, wir haben jetzt noch ein bisschen Hunger, dann machen wir auch mit einer Milch und den Bananen-Ding
Pulver und eine Banane einmixen und dann vielleicht noch irgendwelche Haferflocken oder so. Weiß nicht, meine Freundin, die trinkt das einfach dann eigentlich immer pur und ich hau mir dann noch immer irgendwas dazu ein, damit es ein bisschen mehr wird. Aber ja, also hauptsächlich dringen mit Wasser oder hin und wieder, dass ich auch mal mehr oder weniger eine Mahlzeit damit zubereite. Ja, okay. Cool. Dann schaue ich da nochmal Facebook. Keine Fragen. Sage herzlichen Dank. Gibt es bei Zoom noch Fragen? Die letzte Möglichkeit jetzt zum Mikro deaktivieren. Passt. Dann sagen wir das, glaube ich, als Schlussstrich, oder Luki? Ja, Ja. Vielen herzlichen Dank an alle, die mit dabei waren. Sehr, sehr cool. Und wenn euch das gefallen hat, schreibt es uns in Livestream unten rein in Facebook, dass wir es wieder mal machen sollen. Freut uns, und wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Herzchen, ein Like, ein Abo da. Gefreut mich und gefreut den Luki, glaube ich, auch. Ja, und ich sehe gerade, die Michelle hat noch das Mikro deaktiviert. Gibt es da noch eine Frage, Michelle? ja, die Michelle hat mir gerade eine Ja, Nachricht Michelle. Hallo, geschrieben. Ah. Luke. Servus, bitte sehr. Und zwar, ob ich bei der Assistenzpunkt, ob ich da wem hab oder nimmst du bei der Fahrt mit also Ja, hast du bei jedem grundsätzlich. Assist-Point Unterstützung oder nimmst du das Pulver bei dir immer mit, dass du ein paar Assist-Points umspringen kannst ohne Fremderhilfe? Das ist komplett unterschiedlich. Also bei der Salzkammer gut drauf. Für mein Heimrennen, da betreue ich mich jedes Jahr meine Eltern und die stehen dann, so wie du richtig gesagt hast, bei diesen Assistenzpunkten, die was ja bei der Trophy super verteilt sind. Also da hast du spätestens jede Stunde im Normalfall irgendwem, der was da was geben kann. Dort sind meine Eltern und geben mir genau die Ernährung, was ich weiß und was ich brauche. Und es ist natürlich oft so, ich bin schon mal 225 Kilometer durch die Pyrenäen gefahren oder letztes Jahr im November eben 100 Kilometer durch Südafrika oder 2017 an Ironman. Da hab ich keine Betreuer. Und da ist es so, dass ich einfach gelernt habe, zum Beispiel in Südafrika war es so, da habe ich einen Rucksack mitgehabt, den hat man sowieso haben müssen bei den langen Traillauf und so. Da habe ich mir einfach lauter kleine Sackerl hergekriegt mit dem Pulver und bin dann wirklich bei jeder Labe stehen geblieben und habe mir meine Dringer mit meinem Pulver und mit meinen Gels zubereitet. Das hat dazu geführt, dass dort in Südafrika 330 Leute am Start waren aus der ganzen Welt und ich war nach 10 Kilometern war ich 170. Und im Ziel war ich 64. Und es sind von den 330 nur 177 ins Ziel gekommen. Also nach 10 Kilometern war ich mehr oder weniger der Letzte und noch im Ziel war ich mehr als wie im Mittelfeld als Mountainbiker, der was nicht oft laufen tut unter der Saison. Also einfach, du musst dich perfekt ernähren und bei der 10-Kilometer-Labe bin ich da gestanden und sind wahrscheinlich 15 Leute bei mir vorbeigerannt und ich hätte mir eigentlich denken können, boah, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber bei der Labe, bei Kilometer 80, da sind 15 Männer mit 30 Jahren da gesessen und haben halb blärt, weil sie nicht mehr gewusst haben, wie es weitergehen soll. Und deswegen ist einfach wichtig, dass du verpflegst. Also bei der Trophy habe ich wen, der was mir das gibt, da habe ich den Luxus. Aber ich habe auch schon einige Rennen gehabt, wo ich den Luxus nicht gehabt habe und da nehme ich mir die Zeit und bereite es mir selber vor. Und bei jedem Assist-Point bei der Trophäe, geht sich das aus? Ja, also schau, ich fahre bei der Trophy weg. Dann ist unten die erste Assistenzpoint in Weißenbach. Da kriege ich was von meinen Eltern. Dann fahre ich auf nochmal den ersten Berg um mit zur Plaualm. Bei der Plaualm ist der zweite Assistenzpunkt. Da stehen dann wieder meine Eltern. Dann fahre ich weiter in Tauernkreuzung und runter nach Bad Ischl. Da stehen dann wieder meine Eltern. Dann fahre ich wieder zurück auf die Hüttenalm. Das zweite Mal runter bei der Ewigen Wand und bin wieder in Weißenbach. Dort stehen dann wieder meine Eltern. Dann fahre ich auf aufs Hochmut, runter nach Bad Gäusern, zurück nach Obertraun und nach Hallstatt. Dort stehen dann wieder meine Eltern. Fahre in Salzberg auf, Rossalm, runter zum Gosasee. Da stehen dann wieder meine Eltern. Dann fahre ich noch einen Berg mit 500 Höhenmeter, der letzte wirkliche Berg. Fahre zurück runter nach Gosau. Dort stehen dann wieder meine Eltern und dann habe ich nur mehr 20 Kilometer ins Ziel. Brav, sehr brav. Ja. Ein Kilometer geht so nach der Trophy, ne? Ja, teilweise ist es, teilweise du lachst, aber zum Beispiel der Punkt von der Plaualm nach Bad Ischl, das ist mit dem Mountainbike, sind das, sage ich mal, rein theoretisch könnten das nur 10 Kilometer sein und mit dem Auto fährst du da aber
weiß nicht, sicher 50 Kilometer oder so, weil du halt mit dem Bike über einen Weg fährst, wo kein Auto fahren kann, und der mit meinem Papa muss von der Blaualm zuerst einmal nach Richtung Obertraun fahren, dann nach Bad Gäusern und dann nach Bad Ischl. Und ich fahre halt so, also das ist teilweise gar nicht so ohne. Und dann in Halbwestern. Ja, mehr Stress wie du dann im Rennen, ne? Ja. Aber ich glaube, sie betreuen trotzdem lieber, als was selber mitfahren. Also, aber ja, es ist teilweise gar nicht so einfach. Ja. Ja, cool. Der Mario fragt mich noch, welche Gels das ich nehme. Also ich nehme da meistens die Gels von der Firma Enerfit. Habe ich da. Aber das ist, Windforce-Gels sind auch super. Ich habe da direkt, nicht direkt jetzt irgendeinen Gel-Sponsor, weil ich das nehmen will, was mir gut tut. Und das kaufe ich mir dann einfach auch gern. Und ich glaube, gerade bei den Gels muss einfach jeder schauen, wie er es vertragt. Da gibt es Gels, die sind voll süß. Und dann die Windforce-Gels sind ein bisschen so eher nicht süß, auf Kartoffelbasis und so. Die sind sicher da auch super. Ja. Gut. Über Facebook noch mal geschaut, da haben wir nichts mehr gekriegt. Alles beantwortet. Dann haben wir einen Hut drauf, oder? Hochoffiziell. Ich glaube, voll international waren wir aus Polen, aus Deutschland, überall mit dabei. Wahnsinn. Ja, sogar aus Österreich, gell? Gut, Luki, dann vielen, vielen herzlichen Dank. War voll lustig. Ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal machen, vielleicht auch für meine lieben Rocksports-Follower. Das war mal cool. Also sprich auf der Rocksports-Seite. Werde dir mal einladen und ich werde dich auch in den Rocksports-Podcast einladen. Und jetzt noch eine Abschlussfrage. Wo kann man die am besten verfolgen? Eher auf Facebook, oder? Und auf deiner Webseite bin ich immer fleißig. Ja, genau. Also ich habe neue, die Facebook-Sportler-Seiten, wo die Leute da mit dabei sind, im Livestream jetzt, Lukas Kaufmann-Mountainbike-Extremsportler, da poste ich immer wieder was, und dann meine Homepage, lukas-kaufmann.com, da gehe ich auch immer am aktuellen Stand, schreibe nochmal die Berichte ein über das Rennen, wo es war, wie es war, was speziell war und so, ist auch interessant für Leute, die was man vielleicht einmal ein Rennen nachfahren wollen, können da einfach ein bisschen lesen drüber. Und würde mich riesig freuen, wenn es mir da folgt. Ich versuche jetzt einmal wieder Videos zu machen, über einfach die Erfahrungen, was ich gemacht habe in den letzten Jahren. Und ja, freue mich über jeden, der was sich meldet bei mir mit irgendeiner Frage, und bin da gern bereit, und Auskunft zu geben. Cool. Und E-Mail-Newsletter von dir kann ich auch empfehlen, dass ihr euch den abonniert. Ja, danke. Und bei mir, der Rocksport. Meine Biosportnahrung findet man unter rock-sports.at. Das Rock steht für Rohrhofer Christian, das bin ich. Da gibt es alles über das Bio-Eiweißprüfer, von dem der Luki heute gesprochen hat, und alles, was irgendwie mit Sportnahrung und Bioqualität zu tun hat, zum Finden. Und sonst bei Facebook auf Rocksports Biosportnahrung, da findet ihr alles. Wenn noch Fragen sind, glaube ich, können Sie alle bei dir oder bei mir melden, wenn noch was auftaucht danach, oder? Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Livestream, würde ich sagen, oder? Perfekt. Alles klar, herzlichen Dank nochmal, vielen Dank an alle, die dabei waren, und bleibt gesund, schönen guten Abend und bis bald, Luki, bis bald alle miteinander. Tschüss, bitte grüß, servus, bitte euch, danke, dass ihr dabei wart, schönen Abend noch, bleibt gesund.